herzlich willkommen zu Skeptics in the Pub. Mein Name ist Michaela Voth. Ich bin Mitglied der GWUP und wir veranstalten diese Veranstaltung auch, also um genau zu sein, die Regionalgruppe der GWUP. Skeptics in the Pub, das ist so ein bisschen die Idee, ein skeptisches Thema in die Kneipe zu bringen, bei einem kleinen Bierchen ein bisschen was zu diskutieren. Wir starten meistens mit einem Eingangsvortrag zu einem ganz bestimmten Thema und haben dabei auch immer Gäste da. Und heute freue ich mich besonders, Alexa und Alex Waschkau zu begrüßen. Die beiden machen seit Jahren den Podcast Huxilla, daher kennt man sie auch. Und Huxilla ist der bekannteste und erfolgreichste Wissenschaftspodcast in Deutschland. Und daher freue ich mich umso mehr, Sie heute hier zu haben. Einmal bitte Applaus. Die beiden sprechen heute mit uns über Wundergeschichten. Und zum Ablauf, wir werden mit einem kleinen Vortrag anfangen, dann machen wir eine kleine Pause. Da könnt ihr Bier kaufen, aufs Klo gehen, was auch immer euch beliebt, ein bisschen diskutieren. Und dann machen wir noch eine Fragerunde, / Diskussionsrunde, wo ihr ganz viel äußern dürft, Fragen stellen, was euch in den Sinn kommt. Ich wollte euch noch darauf hinweisen, dass wir, also diese Veranstaltung ist frei, aber wir freuen uns über Spenden. Die Spenden gehen an die Regionalgruppe, die Getränkeeinnahmen gehen ans Haus 73, die uns hier netterweise den Raum zur Verfügung stellen. Und dann wollte ich euch noch darauf hinweisen, dass da vorne der JNB-Verlag da ist mit Büchern von unseren Rednern und dem Rest der Szene. Und dann wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß und bitte euch auf die Bühne. Ja, vielen Dank erstmal an die Regionalgruppe der GWUP Hamburg für die Einladung. Das ist das zweite Mal, dass wir in unserer neuen Heimatstadt hier sein dürfen. Darüber freuen wir uns sehr. Ich muss ein bisschen einschränken. Einer der erfolgreichsten Wissenschaftspodcasts in Deutschland. Es gibt glücklicherweise einige weitere sehr gute Podcasts zum Thema Wissenschaftskommunikation. Glücklicherweise sind es jetzt drei, vier, fünf, sechs private Podcasts, die es in dem Bereich gibt. Und wer da der erfolgreichste ist, das sollen andere Leute tun. Aber vielen Dank für die Einführung. Ich weiß nicht, also Alexander, meine Frau Alexa, also wir haben nicht wegen der Namen geheiratet, aber es passte ganz gut. Heute wollen wir über Wundergeschichten reden. Und wenn Skeptiker über Wundergeschichten reden oder Freunde des wissenschaftlich-kritischen Denkens, da geht es meist darum, den Beweis zu bringen, warum etwas kein Wunder ist. Das werden wir streifen, aber vielmehr wollen wir heute mit euch ein bisschen über Gott reden. Beziehungsweise darüber sprechen, warum trotz wissenschaftlicher Evidenzen Menschen doch auch gerne an Wundergeschichten festhalten. Wir haben drei Beispiele ausgewählt. Wir haben alle diese Beispiele schon mal in unserem Podcast behandelt, aber da unter der Prämisse, wie diese ganze Geschichte zu die Banken ist, also auseinanderzunehmen ist. Heute, wie gesagt, ein etwas anderer Ansatz. Vor allen Dingen im ersten Beispiel geht es um eine Legende im Prinzip. Und eine Legende ist zwar Vielleicht machen wir das noch gerade. Ja. Wir reden heute über Glauben. Das ist vielleicht uns auch nochmal ganz wichtig, das kurz darzustellen. Und Glaube ist etwas sehr Persönliches. Und wir sind der Auffassung, dass Religionskritik niemals den einzelnen glaubenden Menschen angreifen soll. Das schützt auch unser Grundgesetz. Insofern, wer glauben möchte und wer glaubt, der soll das auch tun. Und insofern ist die Beschäftigung mit Glaubensfragen, so wie wir das heute auch machen werden, für uns immer ungleich mit institutioneller Religionskritik. Wir beide sind Atheisten, wir sind sicherlich auch Freunde der Säkularisierung. Es gibt viele Punkte, die man an der institutionalisierten Kirche kritisieren kann. Allerdings sollte man immer aufpassen, dass man durch zu harsche Kritik nicht den persönlichen Glauben von Menschen zu sehr angeht. Und das ist uns immer ganz wichtig. Ein respektvolles Miteinander ist eigentlich erstmal das Hauptthema, um das es gehen soll. Vor allen Dingen, weil man aus einem Grund, den wir im Laufe des Vortrags noch zeigen werden, wenn man das Thema so angeht, einfach vor dem Hintergrund des schlichten Auseinandernehmens ganz schnell die Diskussion verlässt und den Diskurs verlässt und damit auch mit seinem Gegenüber nicht mehr vernünftig sprechen kann. Das vielleicht vorab. Jetzt aber noch mal kurz zur Legende. Genau.
Ist zwar verwandt mit der Sage und dem Märchen, ist aber eigentlich eher eine literarische Gattung als eine Erzählform. Das heißt also, wir haben es eher mit einer schriftlichen als mit einer mündlichen Tradition zu tun. Man kennt Legenden meistens aus dem Zusammenhang mit Heiligen, also das heißt mit Lebens- und Wirkungs- und Wundergeschichten über Heilige. Es gibt auch noch Heiligenbiografien, die sind ein bisschen faktenorientierter als Heiligenlegenden. Denn ganz wichtig ist, wenn man im Hinterkopf behält, dass man es hier nicht so wirklich mit historischen Fakten und Wahrheiten zu tun hat, sondern eigentlich eher mit Glaubenswahrheiten. Das ist also etwas, was sich so durch diese Heiligenlegenden durchzieht. Und unser erstes Beispiel ist eine, im Prinzip eine Heiligenlegende, so wie es von den Befürwortern der entsprechenden Person erzählt wird, auch wenn die Kirche sich in dem Fall etwas zurückgehalten hat. Es geht nämlich um Therese Neumann aus Konnersreuth in der Oberpfalz. Therese wollte eigentlich Missionsschwester werden. Sie ist allerdings dann trotz ihrer harten Arbeit, zu der sie sich immer hingezogen gefühlt hat, schwer erkrankt. Damit war vermutlich dieser Berufswunsch dann auch schon mal ausgefallen. Sie war also zwischen 1918 und 23 bzw. 26 bettlägerig und schwer erkrankt. Ab 1926 hat sie dann Stigmata gezeigt, so wird es behauptet. Also die Wunden Christi sind quasi auf ihrer Haut erschienen. Das kann man auch in vielen Filmaufnahmen, die ihr Bruder gemacht hat, erkennen. Sie lebte nahrungslos und sie hat die Kreuzigungsgeschichte des Herrn quasi immer wieder durchlebt. In 1962 ist sie an einem Herzinfarkt gestorben. Genau, also hier haben wir nochmal die Stigmata, zum Beispiel Foto, wobei sie auch Wunden am Kopf, Wunden im Brustbereich gehabt hat. Nahrungslosigkeit, das werden wir sicherlich dann nochmal streifen. Und über Jahre hinweg. Über Jahre hinweg, mit Visionen der Kreuzigungsgeschichte Christi. Das sind so die Dinge, die man Therese Neumann zuschreibt. Und wir wollen zunächst mal schauen, wie ihr direktes Umfeld Therese Neumann geschrieben hat. Sie wird als fleißige Schülerin bezeichnet. Therese war immer fleißig und bemüht. Sie hat sich für die Konnersreuther Dorfgemeinschaft aufgeopfert und dann 1918 begann es bei Löscharbeiten an einer Wirtschaft, in der sie arbeitete, dass sie in der Wasserkette gestanden hat und dann völlig überanstrengt zusammenbrach. Also das wird immer wunderbar geschildert. Sie hat da eben in dieser Kette gestanden, direkt an dem brennenden Haus und hat dann Eimer um Eimer immer hinaufgereicht, bis sie nicht mehr konnte und einen scharfen Schmerz in ihrem Rücken spürte und zusammengebrochen ist. Sie war danach schon erkrankt und ist dann noch auch beim Arbeiten eine Treppe heruntergefallen. Und danach war sie dann also geschlagen mit Lähmungserscheinungen, war ans Bett gefesselt und aus dieser Bettlägerigkeit resultierten dann nochmal andere Probleme. Sie hat ihr Augenlicht zeitweise verloren. Durch das viele Liegen sind Lagerungswunden aufgetreten. Das heißt also, ihr ging es über Jahre hinweg wirklich schlecht. Eine Person, die für Therese Neumann ganz wichtig war, war Therese von Lisieux. Eine Frau, die 1923 dann auch selig gesprochen worden ist. Und es wird berichtet, dass bei der Seligsprechung von Therese von Lisieux Therese Neumann ihr Augenlicht zurückbekommen hat. Und als zwei Jahre später dann Therese von Lisieux auch noch heilig gesprochen wurde, war es so, dass auch die Lähmungserscheinungen nachließen und sie wieder in der Lage war, sich aufzusetzen. Auch da gibt es eine schöne Geschichte. Also sie hat quasi die Stimme der dann Heiligen gehört, die ihr gesagt hat, ich habe heute eine schöne Überraschung für dich, du kannst dich aufsetzen, es wird dir besser gehen, das ist ein Geschenk für dich, aber etwas Leiden für die Menschen musst du dann trotzdem noch die nächsten Jahre, um die Menschen halt näher zu Christus zu bringen. Ab 1926 war es dann so, dass sie auf weltliche Nahrung verzichtet hat. Sie lebte vom Herrn. Es wird also offiziell berichtet, dass sie im Prinzip nur noch von dem Abendmahl, dem Heiligen, gelebt hat und sonst keinerlei Nahrung zu sich genommen hat. Auch da werden wir nachher nochmal drauf eingehen.
Und es war dann so, dass an den Karfreitagen die schon benannten Wundmale Christi bei ihr auftraten, also Wunden an den Händen, im Kopfbereich und an anderen Stellen des Körpers. Und sie begann in Griechisch und Aramäisch zu sprechen. Und nicht nur das, gerade auch in den aramäischen Texten, die sie dann zitierte, sollen Beschreibungen des Leidenweges Christi dabei gewesen sein, der Folterung, der Kreuzigung, die so eigentlich ihr nicht hätten bekannt sein können. Also es wird immer so erzählt, dass sie bei diesen biblischen Szenen wirklich dabei gewesen ist, sogar mit den Menschen, die dort quasi wie so ein Film das ausagierten, sprechen konnte und sehr detailliert eben beschrieben hat, wie zum Beispiel die Kreuzigung vonstatten gegangen ist, dass das Kreuz, das in Y-Form war und nicht so, wie wir das heute in den Darstellungen sehen, erst auf dem Boden lag und dann wurde Jesus einmal darauf gezerrt, als es auf dem Boden lag und es wurde sein Körper angezeichnet, dann wurde er wieder weggebracht und es wurden dann Mulden quasi herausgehobelt aus dem Holz für den Kopf und das Gesäß und die Arme und so weiter. Und dann erst ist er gekreuzigt worden. Also es war schon recht detailliert und wich auch in großen Teilen von dem ab, was die Leute so aus den Bibelgeschichten in ihrem Umfeld gekannt haben. Also schon etwas, was man so mit erstaunlichen Details bezeichnen könnte. Es gibt da noch ein Kapitel, Therese und der Nationalsozialismus. Konrad Reuth war eine Widerstandszelle in der NS-Zeit, vielleicht auch ein bisschen durch ihre Strahlwirkung, die sie hatte. Und es gab in dieser Zeit auch ständige Versuche der Nationalsozialisten, Therese Neumann ins Lächerliche zu ziehen und auch sie, wir haben hier geschrieben, zu demontieren, also sie als Betrügerin zu entlarven, denn natürlich war es den Nationalsozialisten ein Dorn im Auge, eine starke Kirche zu haben und dann auch noch Galionsfiguren zu haben. Also da sah sie sich doch einigen Problemen ausgesetzt in der Zeit des Nationalsozialismus. Was noch wichtig ist, ist, dass sie einen Kritiker, so wird es immer geschildert, sehr schnell überzeugen konnte. Der Historiker Fritz Gerlich ist eigentlich nach Konrad Reuth gereist, um diese Stigmata aufzuklären, um zu zeigen, wie sie diesen Schwindel in die Tat umsetzen kann und dann irgendwie aller Welt zu zeigen, dass man es dann mit einer Betrügerin zu tun hat. Er war eigentlich Calvinist und ist, also so wird es immer kolportiert, ziemlich skeptisch an die ganze Geschichte herangegangen. Dann hat er Therese kennengelernt, hat mit ihr gesprochen, hat sie auch erlebt bei ihren Visionen und bei der Stigmatisierung und war fortan ein absoluter Befürworter und ein Gläubiger. Er ist ihretwegen zum katholischen Glauben übergetreten, so wird erzählt, und hat dann mit ihr zusammen eigentlich den Widerstand gegen Hitler in die Tat umgesetzt. Also er war ein großer Gegner Hitlers, ist leider 1934 schon erschossen worden. Es gibt dann noch eine Geschichte, wenn wir noch beim Krieg sind, ich habe einfach nur so schnell weitergemacht. Gegen Kriegsende ist dann noch das Haus zerbombt worden, in dem Therese sich aufgehalten hat, und auch da wird eine Geschichte erzählt, dass sie mit brennenden Kleidern noch die Kinder aus dem Haus, zwölf Kinder aus dem Haus herausgetragen hat, was also auch nochmal zeigt, dass sie offensichtlich eine besondere Frau war. Wir haben hier mal auf dieser Folie herausgearbeitet, was so die Muster einer solchen Wundergeschichte sind, und auf diese Muster werden wir auch jetzt im Laufe des Vortrags immer wieder zurückkommen. Die erste Komponente ist die Tatsache, dass es sich um eine einfache Frau handelt, ohne besondere Bildung, ohne besondere Ausbildung. Genau, also jemand wie du und ich, jemand aus dem Volk, an dem aber Gott ein großes Wunder vollbracht hat, eine große Tat getan hat. Es wird auch immer wieder geschildert, dass es Zeugen gibt für ihre Visionen und für ihre Leiden. Ganz zentral ist die Rolle ihres Bruders, der das ja alles dokumentarisch festgehalten hat und somit auch ja einen bildlichen Beweis liefern wollte dafür, dass diese, vor allem die Stigmatisierung echt gewesen ist. Also wenn man sich diese Filmaufnahmen, die wir jetzt hier leider nicht zeigen können, anschaut, dann ist das sehr, sehr beeindruckend, wie sie in weiß gekleidet im Bett sitzt und es wirklich in Strömen läuft aus ihren Augen, das Blut, und überall auf ihrem weißen Kopftuch und auf ihrer Kleidung zu sehen ist. Und man muss sich mal vorstellen, also man hat auch Schulkinder an ihr Bett gebracht. Da gibt es also wirklich Geschichten von Augenzeugen, die an ihr Bett gebracht wurden im Kindesalter und die sich dann eben anschauen sollten, wie das aussieht, wenn Gott sein Werk tut an den Menschen. Und das muss die Kinder natürlich zutiefst
naja, beeindruckt, wenn nicht sogar verstört haben. Also da gibt es jede Menge Dokumentationen und sozusagen Zeugen, die da immer wieder ins ja, angeführt werden für die Echtheit der Phänomene, die natürlich auch eine große Aufmerksamkeit erzeugt haben. Weiterer Aspekt der Geschichte, wir haben es ja schon gehört, Herr Gerlich, ein großer Kritiker, der nach Konnersreuth gefahren ist und gesagt hat, ich werde das jetzt mal alles aufdecken, dass sie eine Betrügerin ist, dass an den Geschichten nichts ist. Er wurde bekehrt. Auch das ist immer ein guter Aspekt für eine Wundergeschichte. Selbst der größte Kritiker wird davon überzeugt, dass die Geschichte stimmt. Und das letzte ist so ein beispielhaftes Zitat, was für viele, viele dieser Zeugenberichte steht. Wer sie selbst erlebte, war tief bewegt und beeindruckt. Jetzt machen wir doch kurz mal einen Schlenker und schauen mal, wie das Debunking sich gestaltet, wenn man es denn betreiben will. Marc Benecke hat die Blutproben auf der Kleidung 2004 untersucht und er hat zumindest festgestellt, dass es sich wohl nicht um Tierblut handelt, sondern um menschliches Blut und höchstwahrscheinlich auch um Bierblut. Das kann man jetzt als Fakt so im Raum stehen lassen. Das kann natürlich bedeuten, dass die Stigmatisierung echt ist. Das kann aber auch genauso bedeuten, dass sie sich die Wunden auf irgendeine Art und Weise selbst beigebracht hat. Zumal Kritiker immer wieder angemerkt haben, dass diejenigen, die dann doch mal den Fall etwas objektiver untersuchen wollten, wenn es dann an die Stigmatisierung ging, aus dem Raum geschickt wurden. Und wenn sie dann wieder kamen, dann floss das Blut wieder. Und da weiß man natürlich nicht, was in der Zwischenzeit passiert ist. Das ist zum Beispiel ein Fakt, den man anführen kann. Und für die Nahrungslosigkeit gibt es natürlich auch andere Erklärungen, die man anführen könnte. Also die einfachste Erklärung, um das ein bisschen aufzuklären, ist, sie hat gesagt, dass sie natürlich nicht nahrungslos gelebt hat. Das ist biologisch erstmal sehr schwer. Vor allem auch ohne Flüssigkeit. Ohne Flüssigkeit. Es gibt offensichtlich Urinuntersuchungen, die durchgeführt worden sind. Und da ist es so, dass es eine ganze Zeit lang tatsächlich im Urin das Anzeichen von Nahrungslosigkeit gibt. Also der Urin verändert sich, wenn man keine Nahrung zu sich nimmt. Von fastenden Menschen kennt man das. Aber nach einiger Zeit hat der Urin wieder recht normale Werte gezeigt, was eher dafür spricht, dass sie dann doch, wenn keiner dabei war, Nahrung zu sich genommen hat. Zudem sind in ihrem Zimmer nach ihrem Tode in einem kleinen Versteck, was so ein bisschen in dem Raum war, auch Geschirr und Besteck gefunden worden, was eher dafür spricht, dass sie vielleicht doch Nahrung zu sich genommen hat. Die Stigmata, da gibt es eine Hypothese, die man aber auch jetzt nicht beweisen kann, aber tatsächlich die Vermutung, dass sie sich die Wunden selber hat zugefügt. Und zwar immer dann, wenn gerade keiner im Raum war. All das ist aber nach wie vor, ja, steht so im Raum, steht im Widerspruch zu dem, was uns als wissenschaftlich-kritische Menschen als logisch erscheint. Das sind aber alles Ansätze. Es gibt allerdings keine Beweise in klarer Form des Betruges. Und eine der Hypothesen, die dann Marc Benecke untersucht hat, war eben die Frage, ist das überhaupt ihr Blut oder ist es Tierblut zum Beispiel, was ja auch denkbar gewesen wäre im ländlichen Kontext, dass man also das Blut von eines geschlachteten Tieres zum Beispiel benutzt hätte. Und da ist aber die Aussage schon so, dass es ihr eigenes Blut gewesen ist. Jetzt könnte man noch sagen, was ist denn mit diesen biblischen Details, die sie da von sich gegeben hat und die sie eigentlich hätte gar nicht wissen können und die Sprache, die sie eigentlich hätte gar nicht sprechen können. Und da sind die Kritiker eher der Meinung, dass das wohl an einem recht suggestiven Fragestil liegen könnte, den der Experte in der Untersuchung mit ihr angewandt hat. Also wenn man natürlich da gewisse Antworten jemandem in den Mund legt und also auf den Filmaufnahmen merkt man das auch manchmal, dass sie während dieser Vision recht undeutlich gesprochen hat, was das vielleicht auch Raum zur Interpretation bot, dann ist natürlich die Frage, ob das alles wirklich übernatürlich ist oder nicht vielleicht doch eher natürlich zu erklären. Nichtsdestoweniger ist Therese Neumann bis heute eine Person, zu deren Grab Menschen pilgern. Sie ist in einer Gruft in Konnersreuth beigesetzt worden und die Menschen berichten, die dorthin fahren und daran glauben, dass Therese Neumann ein Werkzeug Gottes war, berichten immer, dass es ihnen gut geht, dass sie das positiv empfunden haben, bis heute beeindruckt sind, in Konnersreuth zu sein. Interessanterweise tut sich die katholische Kirche sehr schwer mit Therese Neumann. Es gab natürlich relativ schnell nach ihrem Tode Stimmen, die gefordert haben, sie selig oder gar heilig zu sprechen. Man war sehr zurückhaltend in der katholischen Kirche. Erst 2005, also 1962 ist sie verstorben, 2005 gab es dann eine große Unterschriftensammlung
für die Seligsprechung. Und bis heute läuft dieses Verfahren noch an. Das heißt, es wird, wie auch immer das dann in der katholischen Kirche funktioniert, geprüft, ob man sie selig sprechen kann. Die Finanzierung dieses ganzen Verfahrens obliegt übrigens durch Spenden von Menschen, die der Ansicht sind, dass Therese Neumann zunächst mal selig gesprochen hat. Ich glaube, das waren 2005 bei Einleitung des Verfahrens, es gab immerhin 45.000 Gläubige, die das also regelrecht gefordert haben, dass das Verfahren eröffnet wird. Aber man merkt an der Stelle eine gewisse Zurückhaltung der katholischen Kirche und das zieht sich auch durch unseren nächstes Beispiel. Vielleicht noch ganz kurz, also wenn man über Therese spricht, dann ist es so, dass ihre, also die Leute, die sie gekannt haben, ihr Bruder, ihre Familie, die Leute im Dorf, immer diesen Satz sagen, den wir auch am Anfang schon zitiert hatten, also wer sie gekannt hat, der war von ihr beeindruckt und überzeugt. Im Umkehrschluss, wer sie kritisiert hat, hat sie nicht wirklich gekannt. Und das ist insofern ganz interessant, weil das natürlich eine sehr emotionale Ebene der Debatte ist. Und wenn man sich dann verdeutlicht, dass sie selten bis nie Leute, die kritisch gegenüber ihr eingestellt waren, empfangen hat zu Besuch, dann kriegt das Ganze natürlich einen etwas anderen Turn. Also wenn sie die Kritiker gar nicht erst zu sich vorlässt und wieder auslädt, also dafür gibt es tatsächlich Belege, dass sie dann einen Besuch erst zugelassen hat und dann in letzter Minute abgesagt hat. Und dann heißt es, also jeder, der sie getroffen hat, war auch beeindruckt. Dann kriegt das natürlich ein etwas anderes Gewicht. Auf der anderen Seite, wenn man Leute interviewt, die also auch heute noch an ihr Grab pilgern, an dem über und über ganz viele Täfelchen mit Dankesworten angebracht sind, wenn man die befragt, dann hört man ganz oft, ja, ich bin eigentlich ein skeptischer Mensch, aber in dem Fall ist es mir völlig egal, ob das alles stimmt oder nicht, mir hat sie geholfen. Und das ist natürlich eine Argumentationsebene, mit der man sich ganz schwer tut, einfach da schlichte Fakten anzuführen, ja, es stimmt nicht, tut mir furchtbar leid für dich, weil man den Menschen dann eben auch mit dieser Hilfe, die er eigentlich empfangen hat, vollkommen alleine lässt und ihm quasi noch nachträglich dieses Gefühl nimmt, dass ihm geholfen worden ist. Kommen wir zum nächsten Beispiel. Das Turiner Grabtuch. Hat der eine oder andere bestimmt auch schon gehört. Was ist das genau? Das ist ein Stück Stoff, 4,36 Meter breit, 1,10 Meter lang. Und umgekehrt. Perfekt vorbereitet. Und es zeigt das Ganzkörperbild eines Menschen. Und zwar, wenn man es ganz ausfaltet, Vorder- und Rückseite eines Menschen. Und seit mehreren hundert Jahren gibt es also Menschen, die der Ansicht sind, dass das Grabtuch ist, in das Jesus Christus nach der Kreuzigung eingeschlagen worden ist. Und er dann auferstanden ist und was zurückblieb, ist das Grabtuch mit seinem Abdruck. Die Debatte, ob das Tuch echt ist oder nicht, tobt auch heute noch hin und her. Wir möchten aber zu Anfang dieses Abschnitts vielleicht ein kurzes Zitat bringen von jemandem, der sich das Grabtuch angeschaut hat im Rahmen einer Wallfahrt. Genau, ein Pfarrer namens Kurt Josef Wecker hat 2010 eine Wallfahrt gemacht und hat dann nochmal das Tuch im Rahmen einer Zeigung öffentlich besichtigen können. Und er schreibt, muss man dieses Tuch und dieses nur undeutlich erkennbare Antlitz gesehen haben? Muss man es als authentisches Dokument akzeptieren und an die Echtheit dieses Tuches glauben? Wird es den Glauben derer, die ihm begegnen durften, stärken, ihn gar leichter machen? Wer vor das geheimnisvolle Tuch gerät, wird stillgestellt. In dem verstummen die Debatten um das Für und Wider der Echtheit des Grabtuchs von Turin. Der emotionalen Wirkung des Grabtuchs von Turin kann sich kein Betrachter entziehen. Das ist also ein ganz typisches Beispiel für die Wirkung, die dieses Grabtuch auf die Gläubigen hat. Und ein Satz, den man ganz oft in solchen Pilgerberichten lesen kann. So, es gibt dann ein eigenes Projekt, das Shroud of Turin Research Project, STIRP abgekürzt. Und dieses Projekt hat sich zur Aufgabe gemacht, zunächst mal neutral zu untersuchen, ob das Turiner Grabtuch tatsächlich das Grabtuch sein könnte, in dem Jesus Christus eingeschlagen worden ist. Und ich will das jetzt nicht hier ablesen, also sie kommen am Ende ihrer Untersuchung zu dem Schluss, das ist mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Tuch ist, auf dem man das Abbild eines gekreuzigten Mannes sehen kann.
es ist für Sterb nicht das Werk eines Künstlers. Das ist eine ganz wichtige Aussage. Und Sterb geht davon aus, dass die Blutspuren, also es gibt nicht nur, da sieht man es nochmal ganz ausgeschlagen, den Körperabdruck, sondern auch an den Händen und an den Füßen und im Kopfbereich so etwas, was wie Blut aussieht. Und Sturm kommt zu dem Schluss, dass es tatsächlich sich an diesen Stellen um Blut handelt. Einer derjenigen, die bei diesem Projekt dabei war, ist Barry Schwartz. Er war als dokumentierender Fotograf an dem Projekt beteiligt. Und der taucht auch heute noch ganz oft in Dokumentationen über das Turiner Grabtuch auf. Und wenn man hört, was er erzählt, dann klingt das fast ein bisschen wie so eine Bekehrungsgeschichte. Er sagt nämlich, dass das Team eigentlich angereist sei, um die Pinselstriche zu entdecken, die der Künstler da auf dem Tuch hinterlassen hat, dann zu sagen, ja, es ist ein Kunstwerk, mehr nicht, und dann wieder abzureisen. Und dann hätten sie angefangen, das Grabtuch zu untersuchen und seien auf eine Technik und auf ein Phänomen gestoßen, die sie sich bis heute nicht erklären können. Und Barry Schwartz ist also einer von denjenigen, die heute damit um die Welt reisen, zu sagen, dass das Tuch höchstwahrscheinlich entweder echt ist oder zumindest auf eine Art und Weise hergestellt ist, die man unmöglich nachstellen kann. Also keiner weiß, wie man so ein Grabtuch überhaupt nachbilden kann, wie es dazu gekommen sein kann, dass man dieses Abbild auf dem Stoff sehen kann. Das Zitat, was hier an der Wand geschmissen wird, ist übrigens nach dem Weggang von Walter McCrone von Sturb gestellt worden. Das ist insofern erwähnenswert, als dass Walter McCrone jemand war, der bis heute davon überzeugt ist, dass es sich beim Turiner Grabtuch eben nicht um das Grabtuch Christi handelt und der irgendwann relativ frustriert dieses Projekt verlassen hat, weil er gesagt hat, es wird nicht vernünftig, kritisch geforscht, sondern man möchte eigentlich die Hypothese, dass es echt ist, bestätigen. Und da gibt es inzwischen also gewisse Animositäten zwischen Walter McCrone und seinen ehemaligen Kollegen, den er also heute vorwirft, nicht vernünftig wissenschaftlich zu arbeiten. Man hat also dann aber jetzt auch begonnen, dann wissenschaftlich das Turiner Grabtuch zu untersuchen. Allerdings hat es relativ lange gedauert, bis 1988 eine Radiokohlenstoffdatierung erlaubt wurde. Das Problem dabei ist, dass man ein Stück des Stoffes abschneiden musste. Und der muss dann auch zerstört werden, dieser Stoff, damit man also eine Datierung vornehmen kann. Das hat relativ lange gedauert, bis da die Erlaubnis für gegeben wurde. Und das Ergebnis dieser Radiokohlenstoffdatierung ist dann relativ überraschend, nämlich das Tuch wird auf einen Zeitraum zwischen 1260 und 1390, also 13. oder 14. Jahrhundert, datiert. Das passt relativ schlecht dazu, dass es eigentlich 1300 Jahre vorher schon im Einsatz gewesen sein soll. Wichtig hierbei ist, dass diese Radiokohlenstoffdatierung nicht in einem Labor gemacht worden ist, sondern die Stoffprobe ist aufgeteilt worden, an drei Labore mit Kontrollproben geschickt worden. Das heißt, das waren dann Stoffproben, von denen man wusste, wie alt sie sind. Und das ist quasi eine Doppelblindstudie gewesen, was auch ein Stück weit dieses breite Ergebnis erklären mag, aber es ist in keinem der drei Labore, in denen diese Stoffstücke untersucht wurden, herausgekommen, dass das Tuch ungefähr 2000 Jahre alt ist. Für uns, die wir der ganzen Sache eher skeptisch gegenüberstehen, erscheint das ziemlich schlüssig. Also wir vermuten dann eben, dass es sich um eine Ikone handelt, die im Mittelalter hergestellt worden ist. Und wir könnten uns mit diesem Ergebnis eigentlich ganz gut zufrieden geben. Aber der emotionalen Debatte, die immer noch geführt wird, tut dieser Umstand überhaupt keinen Abbruch, weil die Echtheitsbefürworter relativ schnell, nachdem diese Analyse fertiggestellt war, auf den Trichter gekommen sind, dass man die falsche Probe genommen hat. Man hätte die Probe ausgerechnet von einer Stelle genommen, an der nachträglich Stoff aus der entsprechenden Zeit zur Reparatur angefügt worden ist. Und warum ist das keinem aufgefallen? Weil die Methode, die verwendet wurde, um dieses Stück Stoff anzuweben, das sogenannte Invisible Weaving ist. Das heißt also, es ist so angefügt worden, dieses Stück Stoff aus dem Mittelalter, dass man unmöglich erkennen kann, dass es sich quasi um einen Einsatz, um eine Reparatur handelt. Das kann man jetzt dahingestellt sein lassen, ob es sowas gibt wie Invisible Weaving. Die Stoffexperten unter uns werden natürlich sagen, also man kann es schon irgendwie erkennen, wenn irgendwo an Stoff noch Stoff angefügt wird. Also so
unsichtbar kann man das gar nicht hineinweben, dass man nicht an irgendeiner Stelle sehen kann, dass da zwei Stücke zusammengefügt worden sind. Aber für diejenigen, die gerne glauben möchten, dass das Tuch echt ist, ist das sozusagen das Hintertürchen, was immer noch nach dieser Analyse offen geblieben ist. Und es gibt sogar eine regelrechte Verschwörungstheorie um diese Analyse, dass nämlich sogar die Kirche ein Interesse daran hatte, die Stelle, wo die Proben genommen werden durften, so einzuschränken, dass eben genau dieses Hintertürchen bei einem ungünstigen Ausgang der Analyse noch offen bleibt. Also dass man dann hinterher sagen kann, ja, es wurde ja nicht an mehreren Stellen geprüft, sondern nur so punktuell, dass es eben genau dieses Stück eben erwischt hat. Und die Stücke, die dann natürlich wesentlich älter sind, hat man dann gar nicht analysiert. Es gibt dann auch natürlich viele weitere Geschichten. Betrug bei den Proben bedeutet, dass letztendlich gar nicht die echten Proben ins Labor gekommen sind, sondern also das Entnehmen dieses Stückstoffs wurde gefilmt, das Einpacken des Stückstoffs in Tüten, neutrale wurde gefilmt. Aber es gibt dann Stimmen, die behaupten, man weiß ja nicht, was dann mit diesen Tüten passiert ist. Vielleicht ist dann ja doch nochmal die Tüte getauscht worden. Das ist auch noch so eine Theorie, die angeführt wird. Übrigens in dem Zitat von Sturp wird ja gesagt, es ist echtes Blut auf dem Tuch zu finden. Da kann man sagen, dass... Das sieht Joe Nickel, der Skeptiker, der Amerikanische, ein bisschen anders. Genau, also da gibt es dann auch wieder Untersuchungen, die sagen, man kann kein Hämoglobin in irgendeiner Art noch feststellen oder auch keine Überbleibsel von Hämoglobin auf dem Turiner Grabtuch, sodass also die Vermutung nahe liegt, dass vielleicht doch diese wie Blut aussehenden Flecken durch Farbe erzeugt worden sind. Es gibt sogar jemanden, ein sympathischer junger Mann, ein Italiener, Luigi Galaschelli, ein Skeptiker. Den wir in Berlin 2012, ich weiß es gar nicht mehr, bei einer Skepcon mal live erleben durften. Das ist brillant, was er macht. Sehr, sehr cooler Typ. Und der hat eine Kopie 2009 des Turiner Grabtuchs hergestellt. Also mit großem Aufwand eine Kopie hergestellt. Wir haben so einige Besonderheiten des Turiner Grabtuchs gar nicht beschrieben. Also das Gesicht, ich glaube, hier hat man es nochmal, was man sieht. Also so sieht das Turiner Grabtuch aus, das ist jetzt gar nicht so beeindruckend. Wenn man aber dieses Bild ins Negativ setzt, das ist die Negativvariante davon, dann wirkt es plötzlich sehr plastisch und also fast 3D. Also das Bild ist mit so einer solchen Verzerrung auf dem Tuch, dass es wirklich scheinbar auf einem Gesicht gelegen hat. Da gibt es dann die verschiedensten Theorien, wie sowas passiert sein kann. Eine Theorie von den Gläubigen ist jetzt tatsächlich die Tatsache, dass die Auferstehung mit einem großen Energieschub stattgefunden hat und dann auch die Himmelfahrt. Und diese Energie, die aus dem Leib Christi gekommen ist, hat diesen Abdruck im Tuch hinterlassen. Es gibt dann wiederum auch einige Experimente, wo man ein Tuch genommen hat, mit lichtempfindlichen Chemikalien getränkt hat und das Ganze über eine Statue gelegt hat und dann eine Kamera Obscura benutzt hat. Das ist die Leonardo da Vinci-Geschichte. Ja, genau. Können wir gleich noch machen. Also das Verfahren ist dann eben ein dunkler Raum mit einer Lichtquelle, mit einer Linse. Und man kann dann tatsächlich ein Tuch so belichten, dass genau so ein Effekt, wie wir ihn hier haben, entsteht. Und da würde man sagen, naja, aber 13. Jahrhundert, Kamera Obscura, lichtempfindliche Chemikalien, gab es damals schon. Das wusste man auch, dass es das gab. Also das werden durchaus denkbare Variante, wie man das herstellen hätte können. Und Luigi Galaschelli hat also genau das mal getan, hat also eine Kopie des Grabtuchs hergestellt. Also er hat einen seiner Studenten eingewickelt in ein entsprechend gewebtes Tuch, hat dann das Ganze mit Farbe bepinselt, hat das Tuch dann im Ofen gebacken und hinterher gewaschen. Und was da rausgekommen ist, war dem, was wir an Eigenschaften für das Turiner Grabtuch kennen, erstaunlich ähnlich. Also es ist schon gar nicht schlecht, wie er das gemacht hat, und er meinte irgendwie ein so einfaches Verfahren, also es sei einfach kein großer Aufwand, so ein Tuch herzustellen. Übrigens ist das Turiner Grabtuch bei weitem nicht das einzige angebliche Grabtuch oder Schweißtuch Christi. Ich glaube 40 oder so existieren insgesamt. Die sind bloß alle nicht so spektakulär, weil so mit so seltsamen Eigenschaften wie das Turiner Grabtuch, also bei manchen sieht man einfach, dass da irgendwas auf den Stoff gemalt worden ist, die sehen halt einfach nicht so cool aus. Aber er hat das nachgestellt, er kann das auch jederzeit wieder tun. Das reicht bloß den Gläubigen, die also sagen, das Tuch ist echt,
nicht aus, denn die meinen, solange man nicht 1:1 alle Eigenschaften, und zwar zu 100%, also wie bei einer Fotokopie auf dem Kopierer nachstellen kann, solange glauben wir nicht, dass es eine Fälschung ist. Und das ist natürlich wahnsinnig schwer, weil allein wenn man schon eine andere Person nimmt, wirst du natürlich nicht 1:1 genau dieses Bild auf dem Tuch erzeugen können. Weiteres Problem ist, dass die Kopie von Luigi jetzt 7 Jahre alt ist und das Domina Grafto ist dann, wenn die Radiobotschaftsdatierung reale Werte abgegeben hat, immerhin schon 700 Jahre alt und man kriegt den Stoff jetzt auch nicht so schnell gealtert. Also allein deshalb sieht natürlich die Kopie anders aus als das Original des Domina Graftuches. Und das ist auch einer der Aspekte, die er sagt. Er sagt natürlich, meine Kopie ist natürlich neu und ich habe nicht die zeitliche Veränderung eines Stoffes über 700 Jahre. Das ist schwer nachzubilden, aber vom Prinzip her sieht es sehr ähnlich aus. Er hat sich sogar den Spaß gemacht, das Brinner Grabtuch war ja in einem Feuermal und hat dann einige Brandstellen. Ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt nochmal kriege. Da unten kann man dann sehen, also das Turiner Grabtuch weist so an einigen Stellen so Löcher auch auf hier. Und das sind tatsächlich Brandlöcher. Man hat es noch gerettet, aber es sind Brandlöcher drin. Und in der Kopie hat er sogar auch diese Brandlöcher an die gleichen Stellen nochmal gesetzt. Also das ist schon eine relativ aufwendige Kopie, die er gemacht hat. Und im Prinzip dem Original sehr ähnlich. Was ich witzig finde am Turiner Grabtuch ist, dass auch die Kritiker, diejenigen, die sagen, dass es eine Fälschung ist, dass es quasi ein Kunstwerk ist, ihre eigene Wundergeschichte haben, wie das Ganze denn entstanden sein soll, wenn man so will. Denn die Tatsache, dass man es Leonardo da Vinci zuschreibt, ist eine Theorie, die in vielen Punkten ganz interessant erscheint, aber auch ein paar Lücken aufweist. Also drauf gekommen ist man, weil Leonardo sowieso einfach genial war und allen möglichen coolen Scheiß gemacht hat. Und dann hatte er eine große Verbindung zum Haus Savoyen, in dem das Tuch sehr, sehr lange Zeit, über Jahrhunderte hinweg, in Besitz war. Und dann war er noch jemand, der mit der katholischen Kirche ziemlich auf Kriegsfuß gestanden hat. Das heißt also, so diese Eigenschaften machen ihn eigentlich zu einem perfekten Protagonisten für so eine Tucherstellung. Er wollte einfach der katholischen Kirche eins auswischen. Er wollte sogar sein eigenes Antlitz als Jesus auf dem Tuch haben, was er auch geschafft hat, weil er nämlich in der Lage war, mit dieser Camera Obscura-Technik und den lichtempfindlichen Chemikalien eine frühe Fotografie zu erzeugen. Und er hat sich einfach den Spaß gemacht, sich dann als Jesus verehren zu lassen auf dem Grabtuch. Das klingt wirklich toll und es wäre irgendwie schön, wenn das passen würde. Es gibt bloß einfach keinen Beleg. Also oftmals wird von Kritikern dieser Theorie angefügt, dass Leonardo da Vinci ja später gelebt hat. Also das Tuch ist wesentlich früher datiert. Und da könnte man auch sagen, er hat einfach ein Stück altes Leinen genommen und hat das dann verwendet, weil er ja auch nicht dumm war und natürlich nichts Zeitgenössisches nehmen wollte. Aber bis auf diese schöne Theorie, die so ein bisschen à la Dan Brown ist, gibt es da leider keinen wirklichen handfesten Beweis. Es gibt viele weitere Untersuchungen, die am Turiner Grabtuch vorgenommen worden sind. Man ist mit Klebestreifen drangegangen und hat Pollenproben entnommen und wollte dann schauen, ob die Pollen einer gewissen Zeit entsprechen. Die verschiedenen Tests zur Analyse, ob es sich um Blut oder Farbe handelt, auf dem Buch haben wir schon beschrieben. Und wenn man sich also lange genug damit beschäftigt, gibt es eigentlich kaum eine Theorie über das Turiner Grabtuch, die man nicht findet. Fakt, Evidenz bleibt eben, dass die Datierung, die Radiokohlenstoffdatierung, die eigentlich jegliche Echtheit ausschließt. Wir haben gerade schon gesagt, dass bei Therese Neumann die katholische Kirche eher zurückhaltend ist. Und auch beim Turiner Grabtuch ist es ganz erstaunlich, denn die katholische Kirche stuft das Tuch als Ikone ein und nicht als Reliquie. Also für alle, die sich da nicht so mit beschäftigen, eine Ikone ist ein Kunstwerk. Aber auch etwas mehr als ein Kunstwerk, weil es tatsächlich eine Verbindung zu Gott herstellen kann. Aber eben nicht eine Reliquie, die ein echtes Überbleibsel eines Heiligen ist. Jetzt ist das mit den Reliquien auch so eine Sache. Ein guter Freund von uns ist Archäologe, der Mikko Gutter, der war auch schon mal hier. Da gibt es, wenn man sich damit auskennt, schon auch Heilige, wenn man so Fingerknochen, das sind zum Beispiel ganz beliebte Reliquien, die dann aufbewahrt werden in aufwendig bearbeiteten Gefäßen. Aber tatsächlich müssten dann Heilige mitunter auch mal 15 bis 20 Finger gehabt haben. Denn wenn man so ein bisschen durch die Kirchen in Europa reist, stellt man plötzlich fest,
dass es so viele Fingerknochen eines bestimmten Heiligen an verschiedenen Orten gibt, dass das nicht so in die Hand hineinpasst. Also so ganz streng ist man bei Reliquien nicht, aber nichtsdestoweniger sagt man ganz eindeutig, das Turiner Grabtuch ist keine Reliquie, was die Gläubigen, die natürlich pilgern und die insbesondere immer dann, wenn das Turiner Grabtuch öffentlich gezeigt wird, ähnlich wie beim Grab von Therese Neumann berichten, dass sie einen sehr, sehr positiven Effekt davon hatten, dem Grabtuch zu begegnen. Und Alex hatte das Zitat von eingangs schon geschildert. Was wir festgestellt haben, als wir die Folge zum Turiner Grabtuch gemacht haben, war, dass wir scheinbar, weil wir das relativ ähnlich jetzt doch dieses ganzen Debunking-Abschnittes zum Turiner Grabtuch aufgezogen haben, den Leuten, die an die Echtheit glauben, ziemlich auf den Schlips getreten sind. Also die Debatte war auch da wieder auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Wir waren eher faktenorientiert und haben geguckt, irgendwie, was kann sein, was kann eher nicht sein. Und diejenigen, die also überzeugt sind, weil sie gerne daran glauben möchten, dass das Tuch echt ist, fühlten sich durch diese Art der Darstellung persönlich angegriffen und haben uns das auch wissen lassen in Kommentaren. Das war also eine ganz interessante Erfahrung, weil man da das Gefühl hatte, in einen Bereich eingedrungen zu sein, der manche Menschen doch persönlich mit sehr, sehr negativen Gefühlen zurücklässt. Damit kommen wir zur dritten Wundergeschichte, nämlich die Prophezeiung der Hirtenkinder von Fatima. Das ist vielleicht eine Geschichte, die nicht jeder so gut kennt. Worum geht's? Wir sind in Portugal, schreiben das Jahr 1917, und der 10-jährigen, ich glaube, ich müsste Lucia Santos sagen wahrscheinlich, erscheint beim Hüten der Schafherde eine Frauengestalt, in Licht gehüllt, und ihr Cousin und dessen Schwester sind auch dabei. Und diese Person spricht allerdings nur zu Lucia, gesehen haben sie alle drei, und verkündet Lucia, dass sie von jetzt an für ein halbes Jahr immer an jedem 13. eines Monats an dieser Stelle wieder erscheinen wird. Lucia hat zusätzlich Prophezeiungen von dieser Dame empfangen, von dieser Lichtgestalt, von denen aber zunächst nicht klar war, weil nur Lucia mit ihr gesprochen hat, was in diesen Prophezeiungen enthalten ist. Und in der Folgezeit sind immer mehr Menschen am 13. eines Monats zu dieser Stelle gepilgert. Es sprach sich relativ schnell rum, dass es sich vermutlich um ein Marienwunder ist. Also es war relativ schnell im Gespräch, dass die heilige Maria dort erscheinen würde. Und im Oktober des Jahres kommt es dann zu dem, was heute als Sonnenwunder bezeichnet wird, und tatsächlich hier an dieser Stelle ein Wunder, das auch von der katholischen Kirche offiziell anerkannt worden ist und als Wunder gilt. Da machen wir allzu weit. Also beschreiben wir ganz kurz das Sonnenwunder. Die Zahl von Menschen, die im Oktober des Jahres 1917 zusammengekommen sein soll, weicht von Bericht zu Bericht ab. Mal sind es 10.000, dann 30.000, dann 100.000. Also da muss man schauen, dass die Wahrheit wie so oft wahrscheinlich in der Mitte liegt. Und was aber beschrieben wird, ist, dass der Himmel relativ verhangen war und mit einem Mal der Himmel aufzog, die Sonne ihre Farbe verändert hat. Und nicht nur hat die Sonne ihre Farbe verändert, sondern sie fing an zu rotieren und schien vom Himmel herabzusteigen. Das wird wirklich von Hunderten, wenn nicht gar Tausenden Menschen berichtet, dass sie das so erlebt haben. Da gibt es nun außerhalb des religiösen Kontexts so einige Hypothesen. Da gibt es den einen oder anderen, der sagt, das waren die Aliens, die sind im UFO vorbeigeflogen zu dem Zeitpunkt. Durch eine Scheibe, die so ein bisschen vom Himmel runterkommt. Eine mögliche Hypothese. Es gibt dann die wissenschaftlich kritischen Menschen, die so eine Art Massenhysterie annehmen, wobei ich da als Psychologe immer sage, ob das so gut funktioniert, dass dann wirklich so viele Leute einheitlich das berichten, ist fraglich. Also da muss schon eigentlich was zugrunde gelegen haben, damit es also einfach eine Wahnvorstellung so ist, eher ungewöhnlich. Was allerdings gut sein kann, ist, dass durch eine bestimmte Witterungslage eine Art Nebensonne erschienen ist. Das heißt, man hat gar nicht die wirkliche Sonne gesehen, sondern ein Nebenbild einer Sonne. Manchmal hat man das bei bestimmten Witterungslagen, dass neben der Sonne eine zweite Sonne am Himmel zu sein scheint, die dann schwächer ist. Also genau, die Leuchtkraft der Sonne wurde auch beschrieben, war deutlich eingeschränkt, es wurde dunkler.
Und wenn man dann aber auch noch in das Licht hineinschaut, dann kann es natürlich sein, dass durch den starken Licht einfach das Auge in dem Moment auch überfordert ist. Und das könnte es erklären. Oder es ist ein Wunder, so wie es die katholische Kirche sagt. Aber das haben mehrere hundert, wenn nicht gar tausend Leute berichtet. Es gibt eine ganze Reihe von Augenzeugenberichten, die nicht immer ganz konsistent sind, aber alle haben irgendwas erlebt oder gesehen. So. Das Sonnenwunder war das eine. Das andere war aber, dass diese Marienerscheinung ja mit Lucia gesprochen hat. Und sie hat dem Mädchen ein paar Prophezeiungen dargelassen. Das sind die sogenannten Geheimnisse von Fatima, wie man sie heute nennt. Die ersten beiden Geheimnisse sind relativ früh veröffentlicht worden. Ich glaube, wir können nochmal ganz kurz nochmal vielleicht hier nochmal einmal ganz kurz hier die Rahmensachen. Also hier haben wir zunächst erstmal wieder den Fakt, ähnlich wie bei Therese Neumann, dass es einfache Menschen waren, wieder, in dem Fall sogar Kinder, Jugendliche, die zu Zeugen eines Werk Gottes geworden sind. Und ein ganz wichtiger Aspekt, der in diese Geschichte hineinspielt, ist, dass die, heute kann man sich das kaum vorstellen, die katholische Kirche 1917 in Portugal sich in einer sehr, sehr schweren Krise befunden hat. Es gab Kirchen, die geschlossen wurden, Priester wurden entlassen, der Staat hatte überhaupt keine Unterstützung mehr für die Kirche. Und mit dem Sonnenwunder hat aber auch so eine Art sinnstiftende Wende in Portugal stattgefunden. Das soll nicht heißen, dass drei Hirtenkinder auf die Idee gekommen sind, die katholische Kirche zu retten, aber von diesem Ereignis ist eine gewisse Strahl- und Signalwirkung ausgegangen, die, wenn man heute Portugal sich betrachtet, zu einem doch eher sehr katholisch geprägten Land geführt sind. So, jetzt kommen wir nämlich zu den Prophezeiungen. Das Wunder und die Erscheinung waren 1917. 1927 wollte Lucia gemäß den gängigen Angaben zum ersten Mal diese drei Geheimnisse aufschreiben. Aber ihr Seelsorger hat ihr dann dazu geraten, das nicht zu tun und die Niederschrift, die sie schon angefertigt hatte, zu verbrennen. Also ist das Ganze wieder für eine Weile in der Versenkung verschwunden. Und die zweite Niederschrift mit den ersten beiden Geheimnissen ist dann 1941 niedergeschrieben worden. Das dritte Geheimnis ist 1944 niedergeschrieben worden. Die ersten beiden Geheimnisse wurden 1942 und das dritte sogar erst im Jahre 2000 veröffentlicht. Also liegen zwischen der Erscheinung und dem Sonnenwunder und der Niederschrift bzw. sogar der Veröffentlichung einige Jahre, sodass man dann auch davon ausgehen kann, dass die Informationen auch einen gewissen Erinnerungsprozess bis dahin durchlaufen haben. Wenn ihr Interesse habt, dann könnten wir mal, damit man auch so den Wortlaut im Ohr hat, wir müssen noch zeitlich schaffen, ich mal glaube, eins. Ja. Vielleicht eins, aber alle drei. Wenn ihr wollt, mal Handzeichen, wer möchte das hören? Okay. Das erste Geheimnis lautet: Unsere liebe Frau zeigte uns ein großes Feuermeer, das in der Tiefe der Erde zu sein schien. Eingetaucht in dieses Feuer sahen wir die Teufel und die Seelen, als seien es durchsichtige, schwarze oder braune, glühende Kohlen in menschlicher Gestalt. Sie trieben im Feuer dahin, emporgeworfen von den Flammen, die aus ihnen selber zusammen mit Rauchwolken hervorbrachen. Sie fielen nach allen Richtungen wie Funken bei gewaltigen Bränden, ohne Schwere und Gleichgewicht, unter Schmerzensgeheul und Verzweiflungsschreien, die einen vor Entsetzen erbeben und erstarren ließen. Die Teufel waren gezeichnet durch eine schreckliche und grauenvolle Gestalt von scheußlichen, unbekannten Tieren, aber auch sie waren durchsichtig und schwarz. Und wenn man das jetzt als Prophezeiung sich so mal auf der Zunge zergehen lässt, dann klingt das so ein bisschen wie die Sachen, die Nostradamus geschrieben hat. Das lässt also Raum zur Interpretation. Es gibt Menschen, die da auch ganz konkrete Ereignisse herausgelesen haben. Besonders im zweiten Geheimnis wird sie dann auch ein bisschen konkreter. Da ist dann von Papst Pius dem 11. die Rede, unter dessen Pontifikat dann ein weiterer schrecklicher Krieg ausbrechen soll. Und das sind natürlich Angaben, die man irgendwie überprüfen kann. Wenn man sich dann aber nochmal klar macht, wann die Geheimnisse aufgeschrieben bzw. veröffentlicht wurden, also 1941, dann kann man von einer Vorhersage nicht mehr so wirklich sprechen, wenn sie zwischendurch natürlich aktuelle Ereignisse verarbeitet hat, sondern eigentlich eher von einer Nachhersage. Das ist so das typische Phänomen, was man bei Prophezeiungen hat.
Aber auch das ist wieder etwas, was wir Skeptiker uns vor Augen führen und akzeptieren, was aber diejenigen, die an dieses Wunder glauben, nicht wirklich anficht. Das da ist übrigens das ist eine Wahrnehmungstäuschung, da steht eine 4. Ihr glaubt dann nur eine 7. Alex hat es gerade schon gesagt, also die Prophezeiungen lassen viel Raum für Interpretationen und sind in ihrer bildreichen Sprache, so wie das erste Beispiel, die anderen beiden wollen wir mal ersparen, weil es sind dann nochmal anderthalb in der 4 Seiten, die werden ein bisschen länger, die Prophezeiungen. Schauen wir mal, wie das weitere Leben der drei Hirtenkinder verlaufen ist. Und da stellen wir zunächst fest, dass der Cousin und seine Schwester ein relativ kurzes Leben hatten. Francesco starb in der spanischen Grippe 1919, also 2 Jahre nach diesen Ereignissen, seine Schwester 1920. Im Jahr 2000 sind die beiden Geschwister von Papst Johannes Paul II. In Fatima selig gesprochen worden. Auch da merkt man, dass da die katholische Kirche ganz offensichtlich ein anderes Gewicht in den Ereignissen sieht. Und wenn wir uns dann mal das weitere Leben von Lucia ansehen, dann ist es ein Leben, was man, glaube ich, durch Frömmigkeit gezeichnet beschreiben kann. Ne? Also sie ist auf jeden Fall Nonne geworden, ist erst bei den Dorotheerinnen von Villar bei Porto gewesen. Sie ist später dann als Karmelitin eingekleidet worden und ist dann auch als Ordensfrau unter dem Namen von Schwester Maria Lucia vom unbefleckten Herzen gestorben. Also Zeit ihres Lebens hat sie ein Ordensleben geführt. Der Tag ihres Begräbnisses, das ist bemerkenswert, ist in Portugal zu einem nationalen Trauertag erklärt worden. Und auch bei Lucia ist natürlich recht schnell, ungewöhnlich schnell sogar, ein Seligsprechungsverfahren eingeleitet worden, nämlich schon an ihrem 3. Todestag. Also das ist auch eine Besonderheit, weil man eben normalerweise mindestens 5 Jahre damit warten muss. Ja, was war Lucia für ein Mensch? Die Kritiker, zum Beispiel der Skeptiker Joe Nickel, sagt, dass sie als das jüngste von 7 Kindern eigentlich auf der einen Seite ein eher verwöhntes, verhätscheltes Leben geführt hat, auf der anderen Seite aber auch, um sich natürlich auch gegen ihre Geschwister durchsetzen zu wollen, regelrecht süchtig nach Aufmerksamkeit war. Und vor diesem Hintergrund kann man sich auch recht gut vorstellen, dass sie vielleicht mit so einer besonderen Erzählung, die dann auch noch ihrem Hang zum Fantasieren entgegenkam, sich vielleicht ein bisschen mehr Anerkennung verschaffen wollte, als sie so bekommen hätte. Interessanter Fakt ist, dass der Cousin Francisco die Dame, also Maria, bei der ersten Erscheinung erst gar nicht sehen konnte und erst als dann Lucia mit ihm gesprochen und gebetet hat, konnte er dann die Marienerscheinung auch sehen. Gesprochen hat sie aber, wie gesagt, nur mit Lucia. Also auch hier gibt es wieder 2 Ebenen. Wir Skeptiker können die ganzen Phänomene auf andere Art und Weise erklären. Die Gläubigen halten aber dennoch an ihren Wahrheiten, an den Glaubenswahrheiten fest. Dass die 3. Prophezeiung erst im Jahr 2000 öffentlich gemacht wurde, hat auch noch so einen besonderen Aspekt, weil natürlich man darauf gewartet hat, also alle, die von dem Sonnenwunder wussten, waren natürlich mit Spannung angefüllt und haben dann darauf gewartet, dass also die 3. Prophezeiung, der man besonderes Gewicht beigemessen hat, veröffentlicht wird, als es dann auch eher etwas Blumiges war, was man so eher so als das Ende des 2. Weltkrieges, ein eventuell bevorstehender 3. Weltkrieg konnte hineininterpretiert werden, aber das nicht so wirklich so furchtbar spannend und weltbewegend war, gab es sofort Stimmen, die gesagt haben, der Vatikan hat bestimmt noch Teile dieser 3. Prophezeiung zurückgehalten und hat gar nicht alles vorgelesen, was da als Prophezeiung aufgeschrieben worden ist. Also auch da merkt man, in dem Moment, wo das, worauf man so lange gewartet hat, vielleicht nicht den, neudeutsch würde man sagen, Impact hatte, den man erwartet hat, fängt man sofort an und sagt, da wurde bestimmt was geheim gehalten, um die Menschheit nicht allzu sehr zu schocken. Ja, so viel zu den Beispielen. Was ist das Fazit dieser ganzen Unternehmung? Wir haben uns eben gefragt, ob es überhaupt sinnvoll ist, Debatten über solche Wundergeschichten zu führen. Für uns wissenschaftlich kritische Menschen ist das einerseits natürlich interessant, weil es immer ein nettes Denkspiel ist und auf jeden Fall spannend ist, sich vorzustellen, wie man solche Phänomene auch auf andere Art und Weise, nämlich auf natürliche Art und Weise erklären kann.
Aber auf der anderen Seite merkt man eben, dass man dann im Gespräch mit gläubigen Menschen, nicht mit allen wohlgemerkt, es gibt auch solche, die auch als Katholiken ohne Wunder und Ähnliches auskommen, aber dass man dann im Gespräch mit den Gläubigen ganz schnell eben auf unterschiedliche Ebenen gerät. Das haben wir in unserer Arbeit und in unseren Gesprächen mit Hörern immer wieder festgestellt, dass man dann eben ganz schnell die Ebene des Dialogs verlässt, weil man einfach unterschiedliche Sprachen spricht. Wir sprechen eher die Sprache der Fakten und historischen Wahrheiten und die Gläubigen befinden sich aber auf einer emotionalen Ebene und wollen eher darauf hinaus, was ihnen das entsprechende Wunder bedeutet und was es für sie in ihrer eigenen Lebensgeschichte für eine Rolle spielt. Wir sind vor einiger Zeit gefragt worden, ob wir nicht mal eine Folge darüber machen können, ob es Gott gibt. Das haben wir abgelehnt. Das haben wir vor dem Hintergrund abgelehnt, weil es für uns absolut keinen Sinn macht, diese Frage zu diskutieren, weil das letzten Endes jeder für sich selber entscheiden muss. Und weil wir den persönlichen Glauben von Menschen eben nicht kritisieren wollen, da wo er wirklich privater, persönlicher Glaube bleibt. Was natürlich nicht heißt, dass wir nicht auch Religionskritik im Sinne von Institutionskritik betreiben, weil es einfach oft sinnvoll und angebracht ist. Genau, über diese Aspekte würden wir gerne mit euch gleich noch diskutieren. Natürlich, wie das im Leben immer so ist, zum Ende des Vortrags muss natürlich auch noch ein bisschen Werbung eingespielt werden. Also wer mehr von uns hören möchte, zunächst mal findet auf fuchshiller.com inzwischen über 190 Episoden unseres Podcasts, die alle kostenfrei sind. Also da kann man sich durchklicken durch das gesamte Archiv von, ich glaube jetzt sind wir bei 195 Episoden, die man sich anhören kann. Wer jetzt sagt, die beiden zu hören, ist ganz toll, ich würde die aber gerne sehen, können wir inzwischen auch was bieten. Hoxilla TV ist ein Internet-TV-Magazin, von dem es inzwischen 39 Episoden gibt. Gestern ist eine neue Episode erschienen, wo wir mit dem Hochstapler Gerd Brostel über eine Stunde diskutiert haben. Das ist ein ehemaliger Postzusteller mit mittlerer Reife, der über Jahre in verschiedenen psychiatrischen Kliniken als Oberarzt gearbeitet hat. Der hat Gutachten vor Gericht geschrieben, er hat in Ostdeutschland Prüfungen abgenommen vor der Ärztekammer und hat also andere Fachärzte für Psychiatrie geprüft. Und das war ein sehr interessantes Gespräch, das wir da geführt haben. Das Ganze allerdings kostenpflichtig. 7 Euro im Monat, aber dafür kann man uns dann auch sehen, wenn man das möchte. Das Ganze gibt es auf massengeschmack.tv. Dann haben wir noch den Büchertisch, also das ist so eine Reihe von Publikationen, die inzwischen unter unserer Zusammenarbeit mit verschiedenen Co-Autoren oder auch von Alexa und Mia erschienen ist. Ich glaube, die haben wir bis aufs Neuschwabenlandbuch, da arbeiten wir noch dran, sind wir schon gefragt worden, das kommt definitiv in 2016, definitiv, ist aber noch nicht auf dem Büchertisch. Was allerdings vorher noch kommen wird, ist der zweite Band von den Hoaxfights. Das kann man auch bei Jens schon vorbestellen, wenn man das möchte, denn wer es bis Ende nächster Woche vorbestellt, kriegt es dann, wenn es erscheint, Anfang Mai ansigniert von uns. Wen das interessiert, ist der zweite Band der Reihe. Und ich glaube, damit ist dann auch der Werbeblock beendet. Die Frage gibt ja auch etwas mal mit Audible. Müsst ihr was über Audible sagen? Nö, das, den Abend hat Sponsor. Das freut mich so keinen. Als E-Book sind die Bücher bisher nicht erschienen. Das ist, das kann der Verleger beantworten. Die Rechte für die Bücher haben wir ja abgetreten. Ja, und zum Ende natürlich immer schön skeptisch bleiben. Und wir würden uns jetzt freuen, mit euch gleich noch ein bisschen über das, was wir euch erzählt haben, zu diskutieren. Ja, ich entlasse euch jetzt in eine 10-minütige Pause. Ihr könnt was trinken, wie ich schon gesagt habe. Und wie gesagt, da stehen die 2 Spendenboxen. Und für die Leute an der Bar hier hinten sind noch Plätze frei, falls ihr euch hinsetzen wollt. Bis gleich. Willkommen zurück. Wir kommen, glaube ich, zum interessantesten Teil des Abends. Wir können ein bisschen ins Gespräch kommen. Ihr habt jetzt viel darüber erzählt, wie die Gläubigen an die Sache rangehen, also dass sie sehr emotional sind. Wie reagiert ihr denn, wenn Leute euch jetzt vorwerfen, zu dogmatisch zu versuchen, wissenschaftliche These zu bestätigen? Was macht ihr dann?
wir versuchen demjenigen klarzumachen, dass das unsere Art und Weise ist, an diese Dinge heranzugehen, dass wir es aber durchaus respektieren können, wenn jemand die Entscheidung trifft, das Ganze aus einer anderen Warte zu betrachten. Ich glaube, ich persönlich war am Anfang, als wir mit Huxilla begonnen haben, da auch ein bisschen polemischer. Inzwischen kann ich das besser akzeptieren, wenn Menschen einen anderen Weg gehen und nicht unbedingt sagen, dass sie solche Dinge wissenschaftlich kritisch betrachten wollen, sondern da doch eher den persönlichen Glauben leben wollen. Was immer gut ist, ist, wenn man interessiert nachfragt, um einfach auch den Standpunkt des anderen nochmal besser verstehen zu können. Meistens entspinnt sich dann auch eine einfach interessante Diskussion, wenn man selber mal ein bisschen interessierter nachfragt. Um da mal nachzufragen, wie ist es denn, woher kommt denn dieser Standpunkt? Habt ihr da Ideen, was Leute da antreibt? Gerade dich als Psychologen vielleicht, hast du da irgendeine Idee? Naja, also ich würde mich selber in meiner Jugend, so Pubertätzeit schon durchaus als gläubigen Menschen auch beschreiben. Ich habe dann einfach über die Jahre irgendwann angefangen, immer kritischer zu werden und habe dann irgendwann festgestellt, dass mir der wissenschaftlich kritische Weg deutlich der liebere Weg ist, als an etwas Übernatürliches zu glauben, weil ich gerne die Welt erklären möchte, in der ich lebe. Wohl wissend, dass wir bis heute immer noch nicht alles erklärt haben. Es gibt so einige Dinge, gerade so im Bereich, das ist immer so mein Steckenpferd, so Astronomie oder so, da gibt es viele Rätsel noch so im Universum, die wir noch nicht erklärt haben. Ich will jetzt nicht das Zitat aus einem Theaterstück zitieren, dass es Dinge zwischen Himmel und Erde gibt. Was ja interessant ist, weil das ein Zitat aus einem Shakespeare-Theaterstück ist. Also da wird immer ein Theaterstück aus einer Gespenstergeschichte zitiert und das wird immer als Beleg dafür gegeben, dass die Wissenschaft nicht so gut ist. Was aber ganz entscheidend ist, wenn man wirklich sagt, man ist atheistisch, man verliert ein bisschen was. Man verliert in dem Moment, wo man nicht mehr an ein Leben nach dem Tod glaubt, verliert man was. Man hat eine Lücke, weil eigentlich ist das ja ganz angenehm zu glauben, dass mit dem Tod nicht alles vorbei ist. Davon habe ich mich getrennt. Und da bleibt aber eine Lücke offen und die muss man irgendwie füllen. Ich bin zwar nicht gläubig, aber ich bin ein sehr spiritueller Mensch. Ich kann meine Spiritualität dann aber aus anderen Dingen ziehen und ich glaube als Psychologe, dass der Mensch per se erstmal ein spiritueller Mensch ist. Und die Frage ist immer, wie man diese Spiritualität lenkt oder jemand sagt, für mich ist Glaube, für mich ist Religion das, wo ich meine Spiritualität ausleben kann, dann muss ich das natürlich akzeptieren. Solange man mit der Religion keine anderen Menschen schädigt, weil das ist dann wieder Grundgesetz und das sollte man schon machen. Also ich finde es inzwischen auch, und deswegen haben wir auch heute Abend unter anderem diesen Ansatz gewählt, inzwischen viel spannender zu gucken, wie Glaube und wie Wundergeschichten und überhaupt wie das Erzählen funktioniert und warum Menschen diese Geschichten so toll finden, warum das eben so berührend ist für manche Menschen. Da schlägt dann so wieder die Kulturwissenschaftlerin durch. Und wenn man das Ganze dann von dem Standpunkt aussieht, dann fällt es einem auch leichter, zwar mit einer gewissen wissenschaftlich-kritischen Methodik eben an diese Fragestellung heranzugehen, aber trotzdem die Person, mit der man dann gerade spricht, auch entsprechend ernst zu nehmen. Also wir sind jetzt zum Beispiel auch keine Leute, die sagen, dass wir nicht mit Menschen sprechen wollen, die glauben, ein UFO gesehen zu haben oder meinen, dass uns Außerirdische besuchen. Denn meistens ist es so, die Menschen, die glauben, ein UFO gesehen zu haben, die haben erstmal irgendwas gesehen. Und dann kann man zumindest eben drüber sprechen, was sie denn da unter Umständen gesehen haben. Gibt es Fragen? Anmerkungen? Okay, da vorne. Ja, kann ich auch sehen, halt so. Okay, also was mir aufgefallen ist bei diesen Wundergeschichten ist, also dass man einmal versucht hat, es zu debunken, was verständlich ist, denn diese Geschichten werfen ja viele Fragezeichen auf. Auf der anderen Seite versucht dann aber auch die Fraktion der Gläubigen, so nenne ich sie mal, da auch wissenschaftlich drauf zu antworten. Und das war mir ein bisschen unverständlich. Und man könnte ja einfach sagen, okay, das Luriner Grabtuch ist zweifelsfrei aus dem 11. Jahrhundert, macht nichts, dann ist es einfach eine Reliquie dritter Klasse, was da die Dogmatik hergeben würde. Und es hat für einen Gläubigen, verliert es dadurch ja nicht an Bedeutung. Also mir kommt das so vor, dass da etwas kollidiert, was eigentlich gar nicht kollidieren müsste, weil wenn ich ja etwas glaube, dann bin ich ja von den Fakten unabhängig. Wenn da Fakten wären, müsste ich nicht glauben, dass das also Unsinn. Soweit ist diese Diskussion für mich immer
als ob da was aneinander vorbeiläuft. Das stimmt, und das liegt auch so ein bisschen daran, dass es da natürlich auch unter den Gläubigen verschiedene Lager gibt. Es gibt diejenigen, die sagen, ähnlich wie bei Therese Neumann am Grab, mir ist das vollkommen schnurz, ob sie jetzt wirklich die Stigmata gezeigt hat oder ob das ein Schwindel war. Aber ich habe zu ihr gebetet und das hat mir geholfen. So gibt es auch Leute beim Turiner Grabtuch, wie eben dieser Pfarrer, den wir da zitiert haben, der sagt, also wer vor dem Tuch steht, der macht erstmal diese Erfahrung. Das Tuch, dieser Anblick, der macht was mit mir. Und deswegen ist es vollkommen egal in dem Augenblick, wie die Debatte über Echtheit oder auch nicht ausgeht. Wenn man mit Menschen, die das glauben, dass es echt ist, diskutiert, dann gibt es aber auch manche, die versuchen, die Fakten, mit denen man dann kommt, aber ihrerseits zu widerlegen. Und das ist dann natürlich auch einerseits ein Zeichen davon, dass die vielleicht grundsätzlich anders ticken und dann halt irgendwie den Kritiker kritisieren wollen. Auf der anderen Seite haben sie sich damit dann aber auch auf diese Ebene der Diskussion eingelassen. Und das ist eigentlich auch ganz spannend, weil oft in solchen Diskussionen wir wissenschaftlich kritischen Leute uns eventuell mal auf die emotionale Schiene einlassen sollten. Und es dann natürlich auch schön ist, wenn der Gläubige sich mal auf diese faktenbasierte Sicht einlässt. Ja, der Gläubige steht ja für den Konflikt, er kann ja nicht ignorieren, dass es von 1200 ist. Er kann dann nur sagen, ich muss meine Dogmatik anpassen. Das ist halt, ich definiere die Blick hier in Zukunft anders. Ein weiterer Aspekt ist ja auch, man darf ja auch nicht glauben, dass gläubige Menschen per se nicht wissenschaftlich kritisch unterwegs sind. Also das ist auch so ein Schluss, der manchmal gezogen wird, also wenn jemand gläubig ist, dann ist er gar nicht der Wissenschaft zugetan. Also ich kenne sehr viele Skeptiker oder wissenschaftlich kritische Menschen, die sehr wohl gläubig sind, die natürlich die wissenschaftliche Methodik auch für eine gute Methodik halten. Und da kommen sie selber für sich auch in den inneren Konflikt. Auf der einen Seite Glaube, auf der anderen Seite Wissenschaft, die ja auch an vielen Stellen belegte Beweise liefert. Und auch da ist das manchmal gar nicht so der Konflikt mit dem Skeptiker, mit dem Atheisten, mit dem man diskutiert, sondern auch so eine Art innerer Konflikt, den man hat. Kann man das lösen? Das ist sehr schwierig zu lösen. Also ich weiß von einigen gläubigen Menschen, die an so einem Punkt sind, die darauf keine Antwort haben und die dann am Ende tatsächlich sagen, ich glaube daran. Es zeichnet ja den wahrhaft Gläubigen aus, dass er eben genau mit diesen Widersprüchen leben kann. Also es fällt uns kritischen Menschen dann wahrscheinlich wesentlich schwerer als jemandem, der sagt, okay, ich werfe jetzt alles über Bord und ich glaube einfach. Das ist ja genau der Punkt eigentlich. Du hast gerade von wahrhaft Gläubigen gesprochen. Ist das für dich eine Abwertung der anderen oder wie stehst du dazu? Eine Abwertung sicherlich nicht. Ich bin der Meinung und meine Erfahrung lehrt mich, dass es da durchaus Abstufungen gibt, wie Alexander ja auch gerade sagt, es gibt durchaus Katholiken zum Beispiel auch, die in vielem, was wir machen, auch bei Hoxilla, durchaus mitgehen, die dann nur an einem gewissen Punkt eben aussteigen und sagen, so bis hierhin und nicht weiter. Das berührt jetzt wirklich meinen persönlichen Glauben und da gehe ich dann eben nicht mehr mit. Ist das nicht auch eventuell eine Differenzierung zwischen Religiosität und Glaube? Dass man da vielleicht auch ein bisschen unterscheiden muss, dass Glaube und Religion nicht immer das Gleiche ist. Genau, ja, wie stark das jemand lebt letzten Endes. Ja, und auch, dass die Leute auch vielleicht anders herangehen. Wenn ich eine bestimmte Religion habe, gehe ich halt an so ein Wunderding vielleicht anders an, als wenn ich einen Glauben habe, den ich für mich gefestigt habe, sage ich mal, der jetzt nicht was mit einer Religion zu tun hat oder mit einer Konfession. Mhm. Ich denke, da gibt es auch einen Unterschied. Ich würde euch bitten, wenn ihr einen Redebeitrag habt, dass ihr euch einmal kurz vorher meldet, damit ich den Überblick habe, in welcher Reihenfolge ich das abarbeite. Ist das etwas, worauf wir uns einigen können? Das wäre ganz toll. Okay, jetzt könnt ihr reden. Okay, alles klar. Gut, dann Inge. Ich habe gerade in der neuesten Beilage, die ist immer in der Zeit beigelegt, von Chrisma. Das ist also eine evangelische Zeitschrift. Da wird also sehr kritisch von den Theologen wird also das betrachtet und also auseinandergenommen, zum Teil auch etwas mystisch und mythisch gesehen, ist Christus auferstanden oder nicht? Und da gibt es ganz interessante theologische Aussagen darüber, ja, das hat man ja auch alles viel später beschrieben und so weiter. Also die Theologen sind manchmal gar nicht so stur. Die können also durchaus mit wissenschaftlichen Erkenntnissen und manchen Sachen etwas anfangen. Also ich finde das ganz spannend. Ich mache ja einen Podcast mit einem, inzwischen ist er
Botschafter, ungarischer Botschafter am Heiligen Stuhl, so ist es offiziell im Vatikan in Rom, mit Eduard Habsburg zusammen. Und Eduard ist ein sehr gläubiger Katholik. Und als wir mit diesem Projekt gestartet haben, war es für mich ganz wichtig zu wissen, worauf fußt sein Glaube. Also was ist der Kern seines Glaubens? Und da haben wir uns lange drüber unterhalten. Das war damals in einem Wiener Café, da hat er noch in Wien gewohnt. So ganz Kaffeebrüttel. Also eine wunderbare Atmosphäre, wo wir uns dann also über Religionsfragen unterhalten haben. Und interessanterweise ist es bei Eduard so, dass sein Glaube auf der leiblichen Auferstehung Christi fußt. Also Eduard ist der festen Überzeugung, dass Jesus Christus tot war und von den Toten wieder auferstanden ist. Darauf fußt sein gesamter Glaube, also neutestamentarisch. Und das ist sehr interessant, weil du hast es gerade schon angesprochen, es gibt da ja viele Thesen. Es gibt ja so eine, also die leibliche Auferstehung ist tot wieder lebendig, dann gibt es so eine geistige Auferstehung, die Lehre Christi ist wieder auferstanden. Also es gibt ja tausend Deutungen in der Auferstehung von Jesus Christus. Und da wird hier in der theologischen Welt auch wild drüber diskutiert und gestritten. Und es wird in der modernen Theologie häufig auch der Weg gegangen zu sagen, naja, Interpretationsgeschichte, also damit ist jetzt gar nicht gemeint, dass der Tote wieder auferstanden ist, sondern die Lehre ist auferstanden, hat sich durchgesetzt. Und für mich war es eigentlich sehr entscheidend zu erfahren von Eduard, dass er daran glaubt. Das ist ein Wunder, an das er glaubt. Und damit war für mich klar, das ist genau der Punkt, über den können wir gerne diskutieren, das werden wir auch noch in der Sendung machen, aber daran glaubt er. Und das ist natürlich mit keiner Wissenschaftlichkeit irgendwie noch zu erklären. Da könnte man wieder kommen und sagen, ja, der war vielleicht scheintot oder wie auch immer. Aber er glaubt natürlich, nein, der war richtig tot und ist wieder auferstanden. Und das ist so ein Beispiel dafür, wo Glauben wurzeln kann. Und darüber kann man dann nicht diskutieren, beziehungsweise ich werde nie vom Gegenteil überzeugen können. Wie sollte ich das auch tun? Also das ist interessant ist es, dass manche Theologen noch in der Lage sind, auch darüber zu diskutieren und das auch rein mythisch zu sehen. Ja. Ja. Und da sind noch Theologen. Sind auch sehr viele sehr kluge Leute dabei. Das sollte man nicht unterschätzen. Mit denen macht es auch Spaß zu diskutieren. Also gerade wenn man sagt, ich bin Atheist, dann ist es schon nett. Ich glaube, hier vorne war eine Wortmeldung. Nee, nicht mehr. Okay, dann da. Das passt gerade mit Eduard von Habsburg, das wollte ich vorhin schon fragen. Habt ihr mit ihm über den heutigen Vortrag geredet oder was sagt ihr dazu zu den Legenden? Ne? Er wird ihn sich hoffentlich Also interessanterweise findet Eduard genau die Folgen am allerspannendsten, wo wir das Sonnenwunder von Fatima behandelt haben, das Wiener Grabtuch darüber. Also Therese Neumann fand er gar nicht auch. Fand er sehr gut. Also er findet unseren Ansatz sehr, sehr spannend. Und weil den heutigen Vortrag mit dem heutigen Ansatz nicht kennt. Das habe ich ihm noch nicht geschrieben, den wird er sich wahrscheinlich auf YouTube angucken. Also für ihn ist immer auch wichtig in aller Kritik der Religion, der er sich ja auch aussieht oder also gegenüber sieht als Gläubiger, jetzt vor allen Dingen auch als Gläubiger Funktionsträger sogar, dass auf einer gewissen respektvollen und toleranten Ebene passiert. Und da unterscheiden wir auch immer Toleranz und Respekt. Also ich toleriere jeden Gläubigen. Respekt muss man sich eben verdienen. Also zu sagen, man muss jedem Gläubigen mit Respekt begegnen, ist Quatsch, weil Respekt bekommen Menschen, die sich vernünftig verhalten. Es gibt auch blöde Leute unter Nichtgläubigen und unter Gläubigen. Aber erstmal der tolerante Ansatz und eine gewisse Wertfreiheit. Und da ist es so in der skeptischen Szene manchmal so, dass es auch mal überschlägt, dass es zu schnell verallgemeinert wird. Die Leute, die an Wunder glauben, sind dumm. Sind nicht gebildet genug, gehen nicht den wissenschaftlich-kritischen Weg. Und damit stößt man natürlich Leute von dem Kopf. Das ist ähnlich wie die Tatsache, dass wir versuchen, wenn wir jemanden erklären, der gar nicht weiß, was wir machen, der hört ein skeptischer Podcast, wissenschaftlich-kritisch, was macht ihr denn so? Da habe ich vor 6 Jahren, als wir angefangen haben, immer mit der Homöopathie argumentiert. Und das war dann immer in dem Moment blöd, wo das jemand war, der durchaus Homöopathiker benutzt hat, weil in dem Moment war das Gespräch vorbei. Weil dann hat er gesagt, achso, ja, nee, dann haben wir auch gemeinsam. Und man kann das wissenschaftlich-kritische Denken viel schöner vermitteln. Und deswegen benutzen wir so das Beispiel Homöopathie eigentlich gar nicht mehr. Du musst meistens Nessie dran glauben. Genau. Nessie ist ein prima Beispiel, wie man wissenschaftlich-kritisches Denken beschreiben kann. Und das ist bei Religion eigentlich das Gleiche. Ich würde den Fokus gerne noch mal ein bisschen auf eine andere Sache richten, die mich sehr interessiert hat an diesem Vortrag, und zwar, dass es ja die Rolle der katholischen Kirche dabei spielt.
Und zwar habe ich mich die ganze Zeit so ein bisschen gefragt, was für Prozesse laufen da eigentlich ab im Vatikan, wo sowas entschieden wird, wo gesagt wird, okay, gibt es da irgendeine Art von Methode, dass man sagt, oh, das ist jetzt aber gerade passt, jetzt machen das als so eine Art PR-Stunt? Oder ist es wirklich, dass man sagt, irgendeine Methode zu sagen, okay, wir prüfen jetzt nach einem Gutachten, da steht, okay, ist wahrscheinlich passiert, ist nicht passiert. Also wie wisst ihr irgendwie was, wie man sich den Prozess, ob es da eigene Methoden gibt oder wie man sich das vorstellen muss? Das kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen. Also bei Therese Neumann zum Beispiel gibt es eine Beschreibung, warum das auch so lange dauert und warum das so viel Geld kostet? Also einer ihrer schärfsten Kritiker ist ein Kirchenmann, dieser Hanauer, also der hat sie ziemlich auseinandergenommen. Und so ein Seligsprechungsprozess funktioniert in der Regel so, dass zunächst mal sehr viele Zeugen auch eingeladen werden. Und dann müssen die berichten, warum sie der Ansicht sind, dass da jemand selig gesprochen werden soll. Wenn jetzt wie bei Therese Neumann Wunden entstanden sind oder sogar Menschen, die bei ihr waren, von Leiden geheilt wurden. Das wird alles eingeholt, das wird alles untersucht. Die Kirche, das klingt ein bisschen absurd, geht da sogar auch wissenschaftlich kritisch vor. Da wird man also es gibt einen Priester, der ist zu Therese Neumann interviewt worden und der sagt, es gibt so viele Scharlatane und wir sehen das immer wieder, dass die Leute halt nur so tun, als seien sie stigmatisiert und könnten Wunder wirken. Und wir gehen da sogar, und das ist ein Zitat, man kann sagen, skeptisch vor. Das aus dem Mund eines Priesters. Aber wie genau natürlich die Verfahren da im Vatikan funktionieren, wissen wir auch nicht. Das fände ich übrigens mal hochspannend. Ich würde da gerne mal Mäuschen spielen bei so einer Seligsprechung. Aber da wird auch so ein bisschen die Hand drüber gehalten, dass die Öffentlichkeit das vielleicht einfach nicht bekommt. Ich glaube, das also würde ich jetzt mal vermuten, dass das auch was mit der Zahl derjenigen zu tun hat, die im Prinzip sich wünschen, dass so ein Prozess angestoßen wird. Also wenn man sich vor Augen führt bei Therese Neumann, irgendwie 45.000 Leute, die Pilger, die waren ja schon zu ihren Lebzeiten äußerst zahlreich, also dass sie das Dorf gar nicht mehr beherbergen konnte. Und wenn man sich anguckt, dass das Grab und ihr Wirken in der Volksfrömmigkeit, also im gelebten Glauben bei den einfachen Leuten so eine so große Rolle spielt, dann ist das wahrscheinlich ein Punkt, dem sich die Kirche auch nicht auf ewig verschließen kann. Dann wird man sicherlich auch mal gucken, ob man dann sozusagen auf die Stimme des Volkes hört und dann halt sowas in Gang bringt. Oder vielleicht sind es auch politische Entscheidungen. Also bei Fatima weiß ich nicht, ob dann nicht irgendwie, sagen wir mal so, die Rolle der Kirche in einem bestimmten Land irgendwie berücksichtigt wird. Und das dann dazu führt, dass solche Prozesse vielleicht schneller ablaufen. Aber das ist natürlich reine Spekulation, weil wir da keinen wirklichen Einblick haben in diese ganzen Abläufe. Was man sicherlich sagen kann, ist, dass die Kirche, die katholische Kirche, der Heilige Stuhl, das ist tatsächlich die Formulierung, ja für eine absurd große Zahl von Gläubigen auf der ganzen Welt zuständig ist. Und das erklärt auch dass man heute überhaupt noch Seligsprechungen und Heiligsprechungen durchführt. Wir sind sicherlich in Deutschland ein sehr aufgeklärtes, sehr säkularisiertes Land. Bei uns berührt das wahrscheinlich gar nicht mehr so viele Menschen. Aber wenn man nach Südamerika schaut oder nach Afrika schaut, das sind natürlich katholische Länder, wo der Glaube auch noch ganz anders gelebt wird, wo der Glaube und die Kirche noch einen ganz anderen Stellenwert hat. Und auch dafür steht der Heilige Stuhl. Und insofern, da ist es schon auch was Besonderes, wenn da jemand selig oder heilig gesprochen wird. Und die Kirche ist halt auch ein Stück weit ein Unternehmen. Und es ist natürlich sehr geschickt von der katholischen Kirche zu sagen, das Turiner Grabbuch Tuch ist eine Ikone, keine Reliquie. Damit haben sie ein Standing abgeliefert. Aber sie würden natürlich niemals einen Gläubigen kritisieren, der in Turin steht und das Grabtuch anbetet und sagt, da war Jesus Christus drin. Da würde niemals ein Priester daneben stehen und sagen, das stimmt jetzt aber gerade nicht. Weil natürlich dieses Artefakt natürlich eine Signalwirkung für die katholische Kirche hat, aber die offizielle Position der Kirche ist an vielen Stellen sehr zurückhaltend. Salopp gesagt, es ist ein Eiertanz. Ja, vorhin wurde ja gesagt, dass Therese, dieser Prozess A von, also erstmal, dass es sehr viel kostet und dass das halt eben von vielen Gläubigen zusammengelegt wurde. Habt ihr da einen Zahlenrahmen, dass das so ist?
26.000, aber ich weiß nicht, was die Währungen sind. Also ich meine, ich habe jetzt in der Vorbereitung einen Artikel gelesen, wo die erste Phase der Seligsprechung 2005, glaube ich, sogar bei 60.000 Euro lag. Also das sind natürlich so Kosten, die für Übersetzungen und solche Sachen, Reisekosten. Ja. Ist das bei den Prozessen immer so, dass das von außen getragen wird oder agiert da halt eben auch der Heilige Stuhl von sich aus mit eigenem Kapital? Das ist eine gute Frage. Also ich könnte mir vorstellen, Papst Johannes Paul II., der ja auch selig gesprochen worden ist, das wird wahrscheinlich mit Firmenmitteln gemacht worden sein, nehme ich mal an. Weil da wahrscheinlich auch die Kosten wahrscheinlich auch deutlich einfacher waren. Ich glaube, das ist von Fall zu Fall unterschiedlich und auch die Frage, wie groß das Bestreben innerhalb der katholischen Kirche ist. Also bei Therese Neumann hat man so den Eindruck, dass es, Alexa hat schon so ein bisschen öffentlicher Druck ist, der überhaupt dieses Verfahren am Leben hält. Ich stelle aber gerade fest, wir planen irgendwie für die nächste Zeit noch einen Crossover-Podcast mäßig mit dem Podcast Gretchenfrage. Das sind zwei Katholiken, die über Glaubensfragen podcasten. Pastoralreferenten, Entschuldigung. Und das wäre auch so eine Frage, die man da gut mal klären könnte. Dann jetzt nicht das Thema. Also für alle, die noch nicht im Podcatcher haben, kann ich empfehlen. Ja, die sind gut. Sehr, sehr kritisch, aber trotzdem sehr ständig in ihren Meinungen und können das gut verstehen. Okay, weitere Fragen? Könnt ihr grob umreißen, was eure Quellen waren, wie kritisch ihr mit euren Quellen umgegangen seid? Wie habt ihr das zusammengetragen, dieses ganze Wissen? Also wir haben sowohl die Kritiker gelesen, als auch, das sage ich ganz offen, so Filmaufnahmen angeguckt und Dokus über jetzt gerade Therese Neumann, von denen wir wussten, dass sie eben genau nicht objektiv sind. Also da gibt es eine, das ist natürlich schwierig, hier den Titel zu nennen, weil er mir gar nicht einfällt, wo wirklich so Stationen aus ihrem Leben glaubenstechnisch verbrämt dargestellt werden. Also wo der Bruder ganz viel zu Wort kommt, und wo wirklich darauf abgezielt wird, auf ihre Seligsprechung hinzuwirken. Mhm. Und diese Quelle haben wir natürlich benutzt, aber vor dem Hintergrund, dass das genau die Geschichten liefert, die über Therese Neumann erzählt werden. Also wir haben natürlich im Hinterkopf gehabt, dass diese Quelle, die wir da gerade benutzen, nicht objektiv ist. Haben sie aber natürlich benutzt, weil wir genau das wissen wollten in dem Augenblick. Okay. Hier vorne war noch. Ja, meine Frage ist, was wäre denn für euch ein Wunder, weil ich mir sagen würde, ja, das ist ein Wunder und... Also die ehrliche Antwort wäre, ich wüsste, wenn es mir passiert. Also, das Lustige ist, ich habe neulich den Ghost Huntern aus Wuppertal, einer Ghost Hunter Gruppe, die also wirklich auf die Suche nach Geistern gehen, in einem Interview genau diese Frage mit Geistern beantwortet. Was wäre für dich eine wirkliche Geistererscheinung, die dafür sorgen würde, dass du auf einmal an Geister glaubst? Ich glaube, das kann man so ungefähr auf der gleichen Ebene beantworten. Also wenn mir ein Geist auf einmal die Hand schüttelt oder so oder vor mir erscheint und ich sehe genau, der ist durchsichtig und ich kann da durchfassen oder so, dann würde ich mich vermutlich schon fragen, wenn dann alle natürlichen Erklärungen auszuschließen sind, ob es nicht vielleicht doch eine übernatürliche Erscheinung sein kann. So ähnlich ist es mit einem Wunder wahrscheinlich auch. Und also so eine klassische Antwort wäre ja, wenn man Agnostiker ist, war ich auch eine Zeit lang, bevor ich dann irgendwann gesagt habe, ich bin Atheist, Agnostiker, ne? Also solange wie mir keiner beweist, dass es Gott nicht gibt, glaube ich nicht an ihn. Wenn er mir dann erschienen ist, dann glaube ich an ihn. Und da habe ich auch mit einem der beiden Pastoralreferenten ausführlich drüber gesprochen, weil er im Rahmen seine Ausbildung Exerzitien betrieben hat und dann durchaus für ihn eine Gotteserfahrung gehabt hat. Das ist jetzt sehr persönlich, das will ich auch gar nicht beschreiben, was da passiert ist. Und da habe ich dann gesagt, ich wüsste nicht, ob das, was du mir beschreibst, ob ich das so deuten würde. Und da war seine Antwort, kann man jetzt sehen, wie man will, aber seine Antwort darauf war, naja, du als Atheist würdest dich Gott auch nicht öffnen, deswegen kann er dir auch nicht erscheinen. Und dann sind wir nämlich genau bei der Glaubensfrage. Ne? So, und also mir würde jetzt nichts einfallen. Also klar, wenn etwas in meinem Beisein passiert, was mit keiner rationalen Erklärung zu erklären ist, dann wäre ich sicherlich geneigt zu sagen, das ist ein Wunder oder das ist etwas ganz Außergewöhnliches. Ich weiß aber nicht, ob ich das mit einem religiösen Kontext beziffern würde. Können wir darüber reden, wenn mir das mal passiert ist. Erst Inge und dann dahin fahren. Mich würde diese
Psychologie interessieren. Es wird ja gesagt, dass die Therese von Konnersreuth, also ein einfaches Weibchen vom Land ist, ja, und der Bruder, ist der unter Umständen, hat er sich dort mehr eingebracht und hat er sich mehr, hat er einfach mehr Einfluss gehabt, ist er gebildeter gewesen, dass er das so in die Hand genommen hat, weil er da so eine Schubkraft. Also es wirkt so, als hätte er so ein bisschen das Heft in der Hand gehabt und hätte vor allen Dingen auch eben für diese Dokumentation gesorgt. Also das merkt man auch so anhand der Darstellung. Und wenn man ihn in Interviews erlebt, dann macht er einen, also schon den Eindruck, als läge ihm diese Geschichte natürlich auch aus ganz eigennützigen Gründen und weil es dem Dorf auch genützt hat, ganz besonders am Herzen. Also man kann da schon eine gewisse Absicht unterstellen, ganz sicherlich. Die Frage ist halt immer, das ist ja die Frage, die uns alle immer umtreibt. Ist das mit boshafter Absicht, um irgendwie einen wirtschaftlichen Gewinn zum Beispiel dadurch zu bekommen? Tut was Gutes fürs Volk. Oder ist es wirklich, ne? oder aber er ist davon überzeugt, das, was er tut. Also ich habe vor einigen Tagen eine Erfahrung gehabt, in meinem anderen Leben mit jemandem, der sich, also ich arbeite bei der Ärztekammer in der Verwaltung, eigentlich bin ich nicht hier, sondern in Hamburg Vorträge halte. Und da war jemand, der also eine eigene Behandlungsmethode entwickelt hat, orthomolekulare Medizin, also das richtige Molekül, heilt alle Krankheiten. Und das ist jemand, der zutiefst davon überzeugt ist, dass er recht hat. Also der glaubt, dass er 80% aller Rheuma-Patienten sofort heilen kann. Der glaubt auch, dass er Menschen, die mit Schmerzentzündung in die Praxis kommen. Also orthomolekulare Medizin, also im Prinzip Nahrungsergänzungsmittel. Ja, also Vitamine, Zink, Eisen, was es auch immer gibt. Also damit geguckt, was hast du? Dann fehlt dir Zink, dann fehlt dir Eisen, dann fehlt dir Vitamin D. Und wenn das richtige Molekül kommt, so beschreibt er das, hat der Patient sofort keine Schmerzen mehr, obwohl er jahrelang Schmerzpatient war. Das ist jemand, der ist davon überzeugt. Ja, weißt du das? Nur, dass er das sagt, das kann ich ja nicht. Also ich habe mich mit dem schon auch ein bisschen auseinandergesetzt und ihn erlebt und ich glaube tatsächlich in seinem gesamten Dasein, so wie er redet, dass er nicht ein Geschäftemacher ist. Also ich glaube, dass die allermeisten Menschen, die auch der Paramedizin sich zuwenden, davon überzeugt sind. Und wir haben dieses dumme Ding des Placebo-Effekts. Also viele Sachen wirken, weil man glaubt, dass sie wirken. Das ist so. Deswegen funktioniert Homöopathie auch immer noch. Also deswegen ist es auch immer schlecht, jemanden, der homöopathische Mittel nimmt, zu sagen, du weißt schon, dass das nicht wirkt. Die viel schlauere Frage, oder was man sagen sollte, ist, du weißt schon, dass das wirkt, weil du glaubst, dass das wirkt. Weil das in der Regel eine Gegenfrage auslöst, die da heißt, wie meinst du das? Und dann kann man weitersprechen. Nee, schon klar, aber es sagt ja nicht, dass er wirklich dran glaubt, das weiß man halt nicht. Also er wird überzeugend rüberbringen, aber es muss trotzdem nicht so sein. Ja, also natürlich, man kann den Leuten nur vor den Kopf gucken und nicht in den Kopf reingucken, aber da habe ich schon den Eindruck, dass er schon auch davon überzeugt ist, dass er den richtigen Weg geht. Und darunter leidet, dass quasi die gesamte medizinische Welt sein Verfahren nicht anerkennt. Ja, ich wollte gerne fragen, was sehen wir, warum hat die Kirche, die römisch-katholische Kirche, ein Interesse daran, mit solchen Kritiken mit wissenschaftlich skeptischen Methoden auch anzugehen. Also beispielsweise einmal diese Therese Neumann, da nutzen sie ja wissenschaftliche Methoden und aber auch bei anderen Sachen, also bei anderen Kritikpunkten von Skeptikern, versucht sie ja wissenschaftlich auch zu argumentieren, obwohl sie das eigentlich halt nicht nötig hätte. Sie können ja einfach sagen, glauben wir? Ist so. Naja, das ist eigentlich eine sehr, sehr geschickte Taktik, weil du natürlich einerseits dich absicherst gegenüber denjenigen, die das Ganze kritisch sehen und dann sagen kannst, ja, aber wir haben es ja auch überprüft und ja, es gibt Scharlatane und nein, die unterstützen wir nicht. Aber auf der anderen Seite überlassen sie im Prinzip diese Regulierung letzten Endes auch den Gläubigen. Und wenn es genug Gläubige gibt, die das in ihrem Glauben sozusagen eingebaut haben, dass also quasi im Glauben gelebt wird, dieses bestimmte Wunder oder diese Person eben verehrt wird, dann können sie auf der anderen Seite eben sagen, ja, aber das ist natürlich auch ein Beweis dafür, dass da vielleicht doch was dran sein könnte. Das ist eine Taktik, denkst du? Oder ich bezweifle das. Ob das eine absichtliche Masche ist, weiß ich nicht. Aber es ist zumindest
dieser Handlungsweise in irgendeiner Form erkennbar. Vielleicht ist es böser Wille, wenn ich unterstelle, dass es eine Taktik ist, aber das ist eine Vorgehensweise, die man relativ häufig findet und das finde ich schon bemerkenswert. Zumal es ja auch eine ganze Reihe von Wundern gibt, die ja sich dann relativ schnell auch als Fälschung herausstellen. Also wenn man an weinende Madonnenfiguren zum Beispiel denkt, die da Blut oder Wasser weinen, da gibt es ja viele, viele Fälle, wo das einfach durch das Material relativ einfach zu erklären ist, warum das passiert. Und die Kirche würde sich natürlich keinen Gefallen tun, wenn sie sowas als Wunder bezeichnet oder jemanden, der Menschen täuscht, dann selig oder heilig spricht und irgendwann kommt der Beweis, ihr seid an einem Scharlatan auf. Oder wenn die Gläubigen dann am Ende das Gefühl hätten, dass das irgendwie oktroyiert ist, also dass die Kirche dann von oben vorschreibt, ihr müsst das jetzt aber als Wunder anerkennen. Also man hat immer den Eindruck zumindest, dass es für die Kirche besser ist, wenn das sozusagen eine Bewegung von unten ist. Warum? Ihr habt ja jetzt in so einem religiösen Kontext so ein bisschen dargelegt, dass viele Leute sich halt aus dieser rationalen Ebene zurückziehen und dann durch das Einsetzen von so einer Gottheit oder einer göttlichen Instanz praktisch rechtfertigen, dann in so eine Glaubenshaltung zu gehen. Wir haben das bei der Gruppe ja häufig eben in diesem esoterischen Bereich, dass man sich von der argumentativen Ebene zurückzieht und dann die Methode so ein bisschen in so einen, vielleicht Gott gleichen Status hebt im Sinne von mit so Sprüchen, wer heilt hat recht, ich habe ja erlebt, dass es wirkt und was du jetzt noch da an Studien produzierst, das ist, aber ich weiß ja, dass es wirkt. Würdet ihr sagen, dass in den beiden Bereichen die Kommunikation oder die Art und Weise, wie man dann auch sprachlich damit umgehen kann, dass das komplett gleich ist, also Göttlichkeit und Methode als gottgleiches Ding, oder gibt es da eurer Meinung nach irgendwas, was man noch zusätzlich bedenken muss in einer der also Bereiche? Ich weiß nicht, inwiefern man das immer verallgemeinern kann. Es ist gerade in solchen Diskussionen immer ganz wichtig, sich auf die entsprechende Situation einzustellen. Also man kann keine allgemeine Handlungs- und Argumentationsanweisung für die Diskussion mit Esoterikgläubigen oder so anfertigen. Das ist wahnsinnig schwer zumindest. Aber es gibt doch zumindest so gemeinsame Grundstrukturen, die da erkennbar sind und gemeinsame Muster. Und das ist wirklich interessant und das hatte ich auch so bei dem Vortrag ein bisschen im Hinterkopf, dass es mir eben auch bei Esoterikern ganz oft so begegnet ist, dass die Diskussion dann eben irgendwann nicht mehr faktenbasiert, sondern emotional geführt wird. Und das ist eben ein Punkt, da muss man sich dann entscheiden, wie man selber sich dazu stellen möchte. Also möchte ich weiter auf mein Faktenwissen beharren oder möchte ich mich zumindest, indem ich mich dafür interessiere, warum der Mensch so denkt, auf diese emotionale Schiene ein Stück weit einlassen. Aber das muss jeder letzten Endes selber für sich beantworten, diese Frage. Es gibt noch einen dritten Aspekt, ohne das in einen Topf werfen zu wollen. Aber wenn wir Glaube jetzt mal vom religiösen Kontext lösen und Glaube als Glaube annehmen. Dann gibt es zum einen die an eine höhere Macht glauben, da sind wir im religiösen Kontext, an nichtwissenschaftliche Heilmethoden oder Wahrsagerei, das ist auch ein Glaube. Und ein dritter Aspekt, der eigentlich genau das Gleiche auch macht und beschreibt, sind Menschen, die Verschwörungstheorien anhängen. Die glauben auch. Und in dem Moment, wo ein ernsthafter Glaube in einem Menschen drin ist, es ist extrem schwer, auf einer Faktenebene dagegen zu argumentieren. Also wer glaubt, dass die Anschläge vom 11. September durch die Amerikaner selber initiiert wurden, wer das glaubt, nicht wer der Meinung ist, oder wer meint, es könnte möglich sein, sondern wer das glaubt, dem wird man das kaum ausreden können. Genauso wie ich einen echten gläubigen Gott nicht ausreden kann oder jemanden, der ernsthaft an Homöopathie oder Applied Kinesiology oder so glaubt, auch dem werde ich das nicht ausreden können. Also immer dann, wenn als Kern dieser Glaube vorherrscht und eben nicht das rational-wissenschaftlich kritische Kalkül herrscht, dann kommt man relativ schnell an einen Punkt, wo eine Diskussion irgendwann auch müßig wird. Und dann, oder ganz kurz. Oder ganz kurz. Und wo sich Skeptiker oder wissenschaftlich kritische Menschen auch dann manchmal auch abarbeiten, und immer weitermachen und dann kommt aber immer noch das Gegenargument dagegen. Totschlagargument, ich weiß doch, dass es hilft. Da kann man wenig gegenargumentieren. Da muss man auch mal wissen, wann man sich in der Diskussion zurückzieht. Und man dann wirklich nicht weiterkommt. Also wenn Glaube Kern ist, ist es ganz schwer dagegen zu argumentieren.
Vielleicht kann man da so ein bisschen unterscheiden zwischen Glauben und Glauben wollen. Also ich habe schon das Gefühl, dass viele auch in meinem Bekanntenkreis dann, ja, aber ich dachte immer, Homöopathie, da ist aber doch dann noch ein bisschen was. Das muss aber nicht heißen, dass man es glauben will. Also ich habe halt, dass das dann das größere Problem ist. Klar, deshalb ist es immer gut, wenn man sich auf die entsprechende Situation und Diskussion dann individuell einstellt. Und da muss man auch wirklich, ja, es ist halt nicht immer ganz einfach, aber vielleicht versuchen, irgendwie ein Gespür dafür zu entwickeln, wie weit man bei der entsprechenden Person kommen kann mit Argumenten. Ich wollte mal fragen, es gibt da so eine Frage an diese Esoteriker, die man stellt. Was muss man dir sagen, damit du nicht mehr daran glauben würdest? Also welches Argument bräuchtest du, damit du denn nicht daran glaubst? Dann da kann man eigentlich immer ganz gut herauskriegen, ob es überhaupt möglich ist, diesen Glauben anzuzweifeln oder vielleicht wieder fragen zu lassen. Stimmt, das ist so. Noch Redebeiträge oder Fragen? Ah, hier vorne. Ja. Ich fand der Unterschied zu dem, was also bei Esoterikern schwierig ist, fand ich also, obwohl ich ja auch sehr kirchenkritisch bin, die katholische Kirche verhält sich manchmal politisch ganz geschickt. Also ich finde zum Beispiel die ganze Sache, wie Lourdes untersucht wird, also da werden ganz, ganz wenige Heilungen wirklich als Wunder erklärt. Die sind dann total kritisch. Und da hat man wahrscheinlich diesen kleinen Punkt, wo man sagt, okay, da kann man also nicht mehr wissen, ob das ein Fehler war der Ärzte. Das finde ich nicht gut, dann ist es also auch eine... aber bei das zum Beispiel die Mutter Teresa, das ist ja nun wirklich also politisch wahrscheinlich auch ein Fehler gewesen, dass man... Das ist wirklich in die Hose gegangen, die auch noch. Ist nun selig oder heilig gesprochen? Ja, ist egal, aber jedenfalls. Das ist also politisch wirklich, also das ist ganz schlimm gewesen. Nur da haben sie sich ein bisschen geschickter verhalten. Das ist aber auch ein Zeichen unserer Zeit, weil wir natürlich heute in einer Kommunikationszeit leben, wo dann irgendwann, wenn ich salopp formuliere, die eine oder andere Leiche, die dann im Keller ist, von dem man sonst vielleicht nicht erfahren hätte, heute kommen die alle zutage und dann holt einen die Vergangenheit dann doch auch eventuell ein. Und dann ist genau der Fall, den du beschrieben hast, dann steht man etwas blöd da. Ist aber auch menschlich hier. Die Kirche ist auch nur ein Mensch. Kirche ist auch nur ein Mensch. Habt ihr schon mal mit Fakten, mit guten Argumenten, mit Wissenschaft jemanden von seinem Glauben abgebracht? Und wenn ja, war es für den Menschen besser oder nicht? Ja, meine Mutter von der Astrologie. Und war es besser? Ein klares Jein. Ich glaube, es gibt Situationen, wo sie dieses Gerüst und dieses Gedankenkonstrukt schon ein wenig vermisst, weil es einfach auch dazu führt, dass du meinst, Menschen relativ schnell, relativ gut einordnen zu können. Und wenn du dieses Gedankengerüst eben nicht mehr hast, dann musst du dich sozusagen auf andere Sinne verlassen. Dann musst du deine Menschenkenntnis stärker in den Vordergrund rücken und eben versuchen, Menschen auf andere Art und Weise besser lesen zu können. Ist sicherlich letzten Endes hilfreich, aber es ist immer schwierig, jemandem einen Glauben oder ein Gedankenkonstrukt einfach zu entreißen, einfach irgendwas platt zu machen. Ja, du musst schon irgendwie eine Alternative bieten, die dann... Das ist jetzt für den Menschen, ne? Wenn man eben, das plötzlich wegnimmt, eben. Ich denke, das kann genau. Auch und man muss sich gehen, immer, ne? Genau, man muss sich halt genau überlegen, wann ist es gut, dem Menschen das unter Umständen wegzunehmen und was kann ich ihm stattdessen bieten, hilft ihm das vielleicht auch genauso gut oder vielleicht ist es sogar besser, wenn man der Person eben ihren Glauben lässt. Ja. Also wir bekommen schon auch Zuschriften, also das ist dann eher nicht so der persönliche Kontakt, sondern es passiert immer mal wieder, dass wir dann eine Mail bekommen oder auf irgendeinem anderen Kanal jemand, der uns dann mitteilt, dass das genau das eingetreten ist, was du beschrieben hast. Ich habe früher an allen möglichen Kram geglaubt, dann habe ich angefangen, den Podcast zu hören, das fand ich dann spannend und dann an vielen Punkten bin ich mit euch mitgegangen und dann habe ich irgendwann angefangen, mich selber zu hinterfragen und das ist eigentlich so der gesündeste Prozess. Also eigentlich kann so eine Veränderung nur aus einem selber heraus passieren. Und also es war in dem konkreten Fall auch nicht so, dass ich mich irgendwann mit ihr hingesetzt habe, habe eine Stunde auf sie eingeredet und danach hatte sie da keine Lust mehr drauf, sondern sie hat sich das einfach schon mal gesagt, was wir machen und ist dann selber auf die Idee gekommen, dass das eigentlich Quatsch ist, was sie wahrscheinlich immer schon geahnt hat und dann hat sie halt dadurch, dass wir irgendwie uns damit beschäftigt haben, kritisch auseinandergesetzt haben, irgendwann gesagt, ja, dann lasse ich den Quatsch drauf. Aber es muss gar nicht so weit gehen, also ich arbeite ja in einem Büro und ich habe eine Kollegin, die
sehr, jetzt muss ich aufpassen, dass es richtig rum soll. Feng Shui heißt es wirklich. Ne? Also Dinge wie Feng Shui glaubt und also wir wissen genau, dass wir eigentlich diametral unterschiedliche Weltanschauungen haben. Trotz allem reden wir sehr viel und sie findet das völlig faszinierend. Also die kleinen Situationen, wenn man mal, was ich, eine Kollegin bringt ein Brötchen mit und man gibt 40 Cent, das Brötchen kostet 39 Cent und man heißt hier, den Glückscent kriegst du zurück und ich dann sage, nee, brauche ich nicht, also ich glaube halt nicht an Glückscent. Und da gab es dann mal irgendwann eine Situation, wo die Kollegin dann zu mir sagte, das ist schon auch faszinierend, du bist so überhaupt gar nicht abergläubisch, oder? Und dann habe ich gesagt, oh nee, gar nicht. Und dann sagte sie nur, das ist irgendwie auch interessant. Man soll ja auch nicht abergläubisch sein, das bringt Unglück. Wir machen von dir gar nicht. Aber allein diesen Prozess mal anzustoßen, ist ja schon auch eine Sache. Und das hat gar nichts damit zu tun, dass ich dann auch sie anrede und sage, Feng Shui ist Quatsch. Und wenn ich mir dann mal so Bilder von ihrem Vorgarten, der nach Feng Shui angelegt ist, anschaue, das sieht ja auch hübsch aus. Es kostet halt nur ein Schweinegeld und man könnte es günstiger haben. Aber gut, wenn das jemanden glücklich macht, warum soll ich ihm das ausgeben? Okay, dann machen wir jetzt mal die letzte Fragerunde. Ne, ja. Das schauen wir nochmal. Nee, ich wollte nur mal den Überblick haben, wer noch so Fragen hat. Da hinten ist noch eine und hier und dann fangen wir. Ja, und zwar, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen eine ketzerische Frage, aber ihr habt euch ja sehr mit dem christlichen Glauben beziehungsweise dem kritischen daran auch beschäftigt, auch mit anderen Religionsformen? Würden wir gerne. Die ehrliche Antwort ist, dass wir da ein bisschen weit weg von sind. Also wir selber haben noch uns ein, uneins, irgendwie mal zum Beispiel mit Muslimen mehr in den Dialog zu treten, weil ich lese mir da schon auch viel an, wobei natürlich der Islam auch nicht der Islam ist, so wie die katholische Kirche nicht die katholische Kirche ist. Gab es hier nicht bei Skeptics in the Pub auch mal einen Vortrag über Koranwunder? Ja, das ist aber schon eine ganze Weile her. Also ist auch ein spannendes Thema. Ja. Aber es ist nicht unser Schwerpunkt, da hast du schon völlig recht. Aber es liegt sicherlich auch daran, dass das Thema noch ein bisschen weit weg von uns ist. Würden wir aber auch gerne mal intensiver bearbeiten wollen. Also was wir uns schon auch beschäftigen, also christliche Geschichte ist ja das eine, was wir hier gemacht haben. Es gibt natürlich noch so die sehr fundamentalistischen christlichen Sekten. Da gucken wir auch inzwischen ein bisschen genauer hin. Das ist nochmal aber auch ein spezielles Thema. Wir können ja mal gucken, ob wir das auf die Liste schreiben, auf die Themenliste, und ich lagere die dann vielleicht in der Bundeswehr. Das ist eine gute Idee. Das ist sehr nett. Okay, dann die letzte Frage für heute Abend. Ich versuche die ganze Zeit eine Aussage zu formulieren. Ich kriege es nicht so ganz hin. Ich bin selbst ein sehr ungläubiger Christ, würde ich mal sagen. Ich bin in eine katholische Familie reingeboren, nicht wirklich sehr christlich erzogen, aber auch sehr kritisch damit auseinandergesetzt und hatte das Glück, auch eine Rom-Exkursion festzustellen, dass sich die Kirche sehr wohl seit sehr, sehr vielen Jahrhunderten sehr wissenschaftlich aufgeschrieben. Und ich glaube, damit geht auch ein Problem einher, da die Wissenschaft, die wir als Wissenschaft sehen, ganz problemlos bestehende Theorien über den Haufen werfen kann. Und niemand verliert den Glauben an die Wissenschaft. Und die Kirche an sich ist in einer sehr prekären Situation, was das angeht, da sie natürlich nicht nur wissenschaftliche Fragen stellt, sondern eben auch Glaubensfragen und damit irgendwie nicht nur Wissenschaft, sondern eben auch persönliche Schicksale. Aus diesem Blabla würde ich gerne die persönliche Frage formulieren. Die Frage nach christlichen Wundern. Seid ihr einem Wunder begegnet, jetzt haben wir uns drei angesehen, seid ihr einem Wunder begegnet, was für euch ein Wunder ist? Oder lässt sich jedes Wunder debunken? Wie müsst ihr fragen? Also ich habe es ja eben schon mal gesagt, also mir persönlich noch nicht, was ich aber durchaus erlebt habe, und da will ich es dann vom religiösen Kontext wieder lösen, es gibt genügend Geschichten, die uns auch schon geschrieben worden sind oder die uns erzählt worden sind, wo die ehrliche Antwort ist, weiß ich auch nicht. Also wenn mir jemand zum Beispiel berichtet, dass er irgendwelche Erscheinungen nachts am Himmel gesehen hat, wo es dann eher so in Richtung UFOs geht oder so im Bereich Ghost Hunting haben wir ja auch so einige Sachen gemacht, wenn da also Menschen die erzählen, dass sie eine Geistererscheinung gehabt haben und vielleicht sogar auch die Frage stellen, was war denn das, was ich da erlebt habe? Die ehrliche Antwort muss lauten, weiß ich nicht, ich war ja nicht dabei, erstens.
Man kann dann natürlich versuchen, Erklärungsansätze zu liefern. Und die Frage, ob es ein Wunder ist, ist natürlich dann eine sehr persönliche Frage. Ich glaube aber, dass Wissenschaft sehr gut daran tun würde und auch die wissenschaftlich-kritische Szene, wenn sie häufiger mal eingestehen würde, dass sie es eben nicht wissen. Weil immer dann, wenn man anfängt, ein Erklärungsmodell nach dem anderen abzufeuern und der sagt, nee, aber das kann es nicht gewesen sein, dann zack, das nächste Modell, das war es auch nicht, zack, das nächste Modell, irgendwas wird schon passen, da verliert man auch die Leute. Und die ehrliche Antwort ist eigentlich an der Stelle, weiß ich auch nicht, war nicht dabei, klingt interessant. Und das mal stehen zu lassen, weil das eigentlich auch wissenschaftlich ist. Also es gibt auch Dinge, die kann man nicht erklären. Das ist auch in Ordnung, dass man die nicht erklären kann. Man kann natürlich versuchen, Erklärungsansätze zu liefern, aber wenn die alle nicht passen, dann muss man es auch mal stehen lassen. Aber dir persönlich ist so etwas noch nicht passiert? Also ich hätte das fast mal gehabt. Ich habe mal in einem UFO-Magazin über meine erste UFO-Sichtung geschrieben. Das war so ungefähr mit 14, da habe ich mit einem Kumpel im Garten gelegen, im Sommer. Und da zog so ein Lichtpunkt über mich weg und ich war der festen Überzeugung, das war ein UFO. Wäre auch heute wahrscheinlich noch der Überzeugung, wenn mein Kumpel neben mir, der heute Doktor der Physik ist und damals schon sehr interessiert war, gesagt hat, nee, das war gerade ein Satellit und da ist das Sonnenlicht von abgeprallt und du hast jetzt einfach gerade einen Satelliten gesehen. Und das war ein befriedigendes Erklärungsmodell, von dem ich in dem Moment, das passte zu all dem, was ich gesehen habe, in dem Moment, wo ich es gesehen habe. Und dann sage ich heute, da habe ich halt einen Satelliten am Himmel gesehen. Aber wenn das in dem Moment nicht gewesen wäre, ich hätte in dem Moment kein Erklärungsmodell gehabt, dann würde ich wahrscheinlich heute hier sitzen und sagen, naja, ich habe zumindest mal ein UFO gesehen. Also das zeigt nur, wie das so mit Erklärungsmodellen ist. Und wenn man die gerade nicht zur Hand hat. Und Erinnerungen, das als letzter Satz, so als Psychologe, sind kein Videorekorder, sind kein Foto, sind keine Zeichnung. Also jedes Mal, wenn man eine Erinnerung anfasst im Gehirn, selbst saß man sich ja ganz sicher, wie das wirklich genau funktioniert, verändert man eine Erinnerung. Über die Zeit, gerade wenn es lange Zeitperioden sind, ist gar nicht mehr wirklich auch für die Person selber klar, was passiert ist, sondern man hat noch den Eindruck, die Erinnerung, aber die wird immer wieder auch angepasst mit jeder Erzählung. Jeder kennt das, Schulfreunde, wenn man die nach 10 Jahren wieder trifft, eine Geschichte, die früher ganz unspektakulär wird, wird mit jedem Treffen alle 5 Jahre immer spektakulärer und beide machen mit und finden die Geschichte auch immer spektakulärer und es wird immer eine bessere Posse daraus und das zeigt einfach, dass Erinnerungen auch einfach sehr veränderbar sind. Das ist sicherlich auch ein Aspekt von solchen außergewöhnlichen Erfahrungen. Ich muss immer an das Interview mal denken, was du mit mir gemacht hast. Mhm. Da habe ich dir auch etliche Erscheinungen aufgetippt, die ich aber hinterher total logisch erklären konnte, aber nicht alle erklären konnte. Aber das liegt wahrscheinlich daran, dass ich entweder bei manchen Sachen noch ein bisschen besoffen war. Vielleicht ist meine gute Geschichte. Ja. Oder einfach eine Traumgeschichte im Halbschlaf. Ich bin dann hinterher so rational und versuche das alles zu erklären, auch wenn ich es nicht erklären kann. Okay, dann würde ich die Diskussion an der Stelle schließen und das letzte Wort an euch geben, wenn ihr noch was sagen wollt, gerne. Also ich glaube, ein Wunder wäre, wenn ich auf einmal an Gott glauben würde. Das passiert aber wahrscheinlich nicht so schnell. Ja, und ansonsten einfach so ein Credo, respektvoller Umgang miteinander hilft immer. Weniger Konfrontation. Da wart. Ganz großen Dank zunächst mal an euch beide. Vielen, vielen Dank, dass ihr hier wart. Vielen Dank an Jens, dass du die Güte hier hergebracht hast. Die Türen sind abgeschlossen, so lange bis der Tisch leer ist. Und ich glaube, Jens hat auch noch ein paar Heizdecken. Die Heizler. Ja. Vielen Dank an unsere filmische Unterstützung. Auch dafür bitte noch mal kurz einen Applaus. Gruppe Hamburg, an den Leuten hinter den Kulissen, die hier das möglich gemacht haben. Und ich würde mich, wie gesagt, freuen, wenn ihr uns ein bisschen was spendet, damit wir die 3 weiterführen können.